Ich hätte einfach Bad Hair Day die Frisur nehmen sollen, die ich in der Lobby habe, wo ich aussehe wie eine Erbse. Stimmt, richtig. Ich habe hier irgendwie einen Grafikfehler. Die Haare sind auf meinem Rücken. Sieht aus wie ein Rucksack. Ich habe Rückenhaare. Hey Leute! Was geht? Nina hier mit... Kanalöchen! Hallo! Wir sind mal wieder bei Roblox, bei Fashion Famous. Mein Kopf sieht aus wie eine Erbse. Alles wie gehabt. Kam, wo bist du denn? Hat sich nicht viel verändert. Ich bin hier. Nee, bist du... Ich bin hier. Wo soll ich sein? In dieser Bar? Nein, ich bin ja, gerade im... Im Lounge-Bereich. Nein, ich bin gerade im Intermission-Bereich. Also ich sehe gerade nur den Vorhang bei mir. Aber du hast doch auch Bad Hair Day, oder nicht jetzt? Ja, Bad Hair Day. Wir haben dasselbe Thema. Heute geht's um... man steht gerade auf und denkt, das Haar ist nicht zu bändigen und geht dann einfach so los und denkt, oh mein Gott, hoffentlich merkt's keiner. Ja. Wir machen das heute ist dann natürlich Sonntag. Wieder drei Runden, Leute. Genau. Die erste, ich glaube, Bad Hair Day hatten wir auch noch gar nicht, ne? Nee, das ist so ein Tag, da setzt man sich einfach eine Mütze auf eigentlich. So wie ich heute. Ja, wenn man keinen Bock hat. Ja, momentan habe ich echt keine Lust. Ich war zwar am Wochenende beim Friseur, aber ich habe echt keine Lust, momentan meine Haare zu machen. Deswegen passt das Thema eigentlich ganz gut heute. Vor allem bei dem Wetter, ne? Ja. Also ich finde da, wenn man da irgendwie was macht oder so, dann funktioniert das gar nicht. Wenn es nur regnet, dann ist die Frisur gleich im Eimer. Gibt es natürlich schon schrille Frisuren, muss ich sagen. Ich gucke erstmal im VIP-Bereich, weil die Frisuren hat ja nicht jeder, ne? Vielleicht gibt es auch einen Bad Hair Day. Ja, vor allem, aber die sehen trotzdem alle so gemacht aus, ne? Ich laufe da auch gerade rum. Ja, die sehen alle zu gut aus, muss ich sagen. Die sehen alle viel zu gut aus, die Frisuren. Man kann sich auch einen Hut aufsetzen oder so, ne? Eine Mütze. Ich glaube, damit hast du das Thema nicht getroffen dann heute. Nee, wieso? Bad Hair Day ist auch Mütze aufsetzen. Und na klar, die Haare, da müssen trotzdem noch zum Vorschein kommen. So, ich schaue mich in die Frisur an. Ja, das Problem ist auch hier, die sehen alle trotzdem irgendwie gemacht aus. Wobei, das sieht ein bisschen... Ja, das passt für mich. Ich habe einfach nur mega lange Haare und ich glaube, ich hatte die Nacht vorher einfach so einen geflochtenen Pferdeschwanz oder so. Oder so geflochtene Zöpfe und deswegen habe ich so gewellte Haare. Ja, ich weiß nicht. Ich habe einfach auch richtig lange Haare. Die gehen fast zum Boden einfach mal. Ich glaube, die werden viele haben, die Haare hier. Warte, ich kann ja... Oh, warte. Ja, ich hab's. Mein Kopf, der brennt. Ja. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Mütze oder so. Okay, am besten wäre es natürlich eigentlich... Ich würde gerne so ein neu aufgestanden irgendwie. Look haben. So, dass alles durch die absteht, so. Ja, ich möchte aber auch die Klamotten aber auch. Ne? Also ich brauche eigentlich ein Pyjama irgendwie. Ja, ich brauche noch irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, hier werde ich nichts finden, weil das alles viel zu gut aussieht. Wobei es sieht schon ziemlich wild aus. Ja, komm, so es passt schon eigentlich. Ja, ich glaube, ich ziehe das aus. Habe ich jetzt zweimal? Ja, das muss weg. Ja, ich glaube, ich bin schon fast fertig. Ich sehe einfach aus wie so ein haariges so etwas. Bei mir ist eigentlich auch. Also, ja komm, das müsste eigentlich schon passen. Wie sehe ich dann aus mit einer Brille noch? Nein. Nö. Möchte ich nicht. Ich bleib dabei. Du bleibst dabei. Du hast dich entschieden, ich habe mich auch festgelegt, noch 23 Sekunden, viel Zeit bleibt uns sowieso nicht mehr. Nope. Mal gucken, ob der Bad Hair Day heute bei mir hier... ob er mich zum Erfolg führen wird. Bin ich gespannt. Zeit ist abgelaufen. Oh nein, ich habe in der letzten Sekunde noch meine Mütze geändert und die passt nicht zu meinen Haaren. Ich hätte die andere lassen sollen. Tja, na, das ist ja voll nach hinten losgegangen, Nina. Ich bin gespannt, wie du aussiehst. Ja, und jetzt auch noch in Paris, die Stadt der Mode. Oh nein, das wird ein Fauxpas. Oh, am Ende noch sogar Französisch. Ich hatte nie Französisch in der Schule, ich kann das überhaupt nicht. Fauxpas ist ja auch kein... Ich kenne nur c'est la vie. C'est la vie, mon chéri. Ja. Nee, ich hatte Französisch, ich kann sogar noch ein bisschen Französisch. Ich hatte Latein. Oh nee. Okay, irgendwie kommt keiner. Wow, nee. Klasse Outfit. Wie, wo bin ich denn jetzt? Jetzt komme ich. Zeig mal her. Ja, das passt irgendwie gar nicht. Wieso, ist auch Bad Hair Day. Ja, nein, die Mütze da, was soll das sein auf dem Kopf? Ja, das ist so eine Wollmütze. Ja. Aber die Haare sind zu fluffig und deswegen kommt die da so durch.
Also ganz oft passen die Frisuren ja nicht zu den Mützen. Ich hätte eine andere Mütze auflassen sollen. Ja, was ist bei ihr? Ja, wobei hast du doch keinen Bad Hair Day. Nein. Das sieht doch viel zu gut aus. Die Frisur. Ist so viel, ich weiß nicht. Das ist eher so ein strenger Look, wollte ich schon sagen. Mit der Haarfarbe und so, mit dem Outfit. Nee, ich finde am Thema vorbei. Sieht nicht streng aus. Was ist bei ihr? Oh ja. Da sind die Haare auf jeden Fall wild. Hat die ein Oberteil an? Ja, hat sie. Ja. Achso, und ist auf jeden Fall wild. Ja. Ist auf jeden Fall getroffen, obwohl er. Ich finde das Outfit ein bisschen langweilig. Ja, wollte ich gerade sagen, das Outfit, das ist. Aber die Haare sind ganz gut. So, jetzt komme ich. Meine Haare brennen. Achte darauf. Aber deine Haare sehen voll gut aus. Ja, das sieht halt immer gut aus. Ich fand meine schlimmer. Gerade mit dieser Mütze, wo ich noch versucht habe, was zu vertuschen, aber es ging nicht. Nö, finde ich nicht. Nö. Aber viele, das sieht auch crazy aus. Mein Herr. Guck dir mal die Locken und so an, das ist doch viel zu gut. Ja, ich finde auch, dass es eher nach Haarspray, also so nach so einer gemachten Frisur aussieht, eher, als genau, dass nach so irgendwie einer so zufällig ist. Aus. Typische Volumen. Sieht schon crazy Frisur. Aus, aber doch noch zu schön. Ja, dafür sind die Haare hier bei Fashion Famous allgemein viel zu gut. Alle sehen halt irgendwie nach was aus. Nach was aus, ne? Ja, hier gefällt mir das Outfit nicht so toll. Nee. Nee, komm. Eigentlich müsste ich gewinnen. Ich finde, ich hatte die schlimmsten Haare. Das kann sein. Du warst die Einzige mit Locken, glaube ich, ne? Ja. Ja. Und es wird spannend. Ich bin auf dem zweiten. Ich bin auf dem dritten. Und Karl ist auf dem dritten. Ja, und die mit dem Ringschirm ist auf dem ersten. Ja, die hat aber wirklich so die wildesten Haare. Wobei, die hat eigentlich die gleichen Haare wie ich, nur in schwarz. Ja, aber die hat ja noch so eine Kopfbedeckung. Das war ja so eine Schleife mit so komischen Fransen und so. Auch das mit dem Ringschirm, finde ich, das hat schon zum Thema gepasst. Aber genau, zumindest sind wir beide jetzt, du auf dem zweiten, ich auf dem dritten, zumindestens mal. Ich hätte einfach Bad Hair Day die Frisur nehmen sollen, die ich in der Lobby habe, wo ich aussehe wie eine Erbse. Stimmt, richtig. Stimmt. Warum kann ich das nicht nehmen, ey? Ja, stimmt. Brad? Meinen die Puppen damit? Ich weiß nicht, ich guck mal Übersetzung. Guck mal bitte nach. Karl muss mal kurz den Übersetzer spielen, weil das Thema ist Brad, B-R-A-T. Ah, nee, Göre. Göre, frech. Genau, und es gibt ja diese Brad-Puppen. Brad, die heißen Brad. Ja, also so einfach, ich glaube, so frech. Ein auf, ne? Frech, Göre, irgendwie sowas. Frech. Ja. Also ein bisschen High-Society-mäßig wahrscheinlich auch. Ein richtiger Rotzlöffel, das ist das Thema jetzt. Das ginge auch, genau. Oder kennst du das so in Film, so typischen Hollywood-Film, dieses reiche Mädchen mit ihrer Clique, die dann so rumlaufen und das Geld von Daddy irgendwie ausgeben? Ausgeben, ja, so wie bei Clueless oder sowas. Ja, ja, richtig, genau. Ich glaube, sowas soll das sein. Das mache ich jetzt auch. Schönes Thema, das Thema. Ich habe irgendwie einen Grafikfehler, die Haare sind auf meinem Rücken. Sieht aus wie ein Rucksack. ich habe Rückenhaare. Ich finde das Thema aber eigentlich ganz schön. Das funktioniert echt nicht mit der Frisur, was ist denn hier los? Hallo aus dem Weg. Warst du das? Ich war das. Ich brauche einen frechen Gesichtsausdruck. Hä? Sieht aus wie ein Vampir. Ja, ich finde, das hat so was Freches, aber... Sieht auch ein bisschen evil aus, aber sieht eigentlich auch ganz cool aus. Ich glaube, ich bleib dabei. Nee, das sieht voll komisch aus. Das ist keine Hose, ne? Die Outfits hier im Ding sind aber auch nicht immer die tollsten. Nee. Ich finde auch, dass die Outfits nicht gut sind. Ich habe hier irgendwie was Buggiges. Ich kann das, was ich anhatte, kann ich nicht wieder wegmachen. Das tut mir natürlich leid, Nina. Och, nö. Ja, ich glaube, das ist ganz cool. Ich bleib jetzt so, oder? Bin ich damit zufrieden? Es sieht irgendwie crazy aus. Ich bin auch eine crazy Göre. Oh, noch ein paar Accessoires. Nee, das passt nicht. Eine Brille?
ganz okay. Ob das reicht für den Sieg, Kahn? Das ich weiß es nicht. Also ich finde schon, es sieht aus wie, weiß ich nicht, so eine High Society, ne, die einen auf die halt, ne? Das Geld von, das perfekte Vorstellung. Geld vom Papa, ne, einfach ausgeben, Markenklamotten kaufen und frech sein. Wie nennt man das? Verzogen, ne? Ja. Ja, ich bin schon, doch, ich bin schon zufrieden. Aber ich glaube, das kann ich vielleicht. Ja, ich glaube, ich bin auch ganz zufrieden eigentlich mit meinem Outfit. Ja, doch. So, bin ich gespannt, wie es jetzt aussehen wird. Bei uns hier in Tokio sind wir, glaube ich. Ne, Seoul. Cool. South Korea. In Südkorea. Brad. Aber immerhin Themen, die wir beide noch nicht hatten, glaube ich. Also, sonst gibt es ja manchmal Doppelung bei den Themen, aber diesmal nicht. Super. Juhu. Dana. So, was ist denn mit ihr? Ja, ja, ja. Nee. Also diese Blümchen sind für mich ein bisschen zu brav. Zu brav. Oh nein, ich habe vergessen abzustimmen. Ich wollte gerade noch... Oh, ich habe keine Zeit. Ich muss schneller überlegen. Oh ja, das ist schon... Ist zwar nicht mein Stil, aber finde ich, passt doch zum Thema ein bisschen. Ja, so Göre. Aber ich finde das Make-up irgendwie, das sieht eher so ein bisschen... Wie ein bisschen zu erwachsen sieht es aus. Ja, das fehlt, also das ist mir nicht kindlich genug. Ja gut, das muss ja nicht kindlich unbedingt sein. Das kann ja auch eine Teenagerin sein. Naja, kindlich im Sinne von unter 18. Das passt gar nicht. Nee. Ist viel zu freundlich, habe ich das Gefühl. Aber ich hätte der ersten wirklich was Punkte geben sollen. Es tut mir jetzt natürlich sehr leid, aber ich kann nicht reden und gleichzeitig. Ist gut, abstimmen. Ist gut. Dafür bekommt sie keine Punkte. Finde ich schlecht. Ja, das passt schon. Finde ich gut. Das finde ich echt nicht schlecht. Ist mir zu schickimicki noch ein bisschen. Da fehlt mir das Herausfordernde. Das bin ich. Das bist du, okay. Ich bin so, hey Leute, was geht? Haltet den Sabbel. Ja, okay. Sonst kriegt das mit mir zu tun. So, jetzt komme ich. Dein Hut. Passt doch. I have money, hast du geschrieben? Ja. Das ist mir ein bisschen zu schickimicki. Oh, sie hat Geld, ich hab Geld. Ich hab Geld. Was geht, ich hab Geld. Okay, ich glaube, ich war die Letzte. Echt nicht so viele Leute diesmal dabei gewesen? Nee. Ich war nicht dabei. Oh, keiner du von uns nicht. War dabei. Wie, die ist Erster geworden? Was? Die habe ich sogar vergessen zu bewerten. Was? Gehöre? Vorletzter und ein Punkt mehr, dann wäre ich wenigstens. Ach, guck mal, ein Punkt mehr, dann alle haben 11 Punkte. Hätte ich. Oh, Nina, hättest du mir nicht einen Stern mehr geben können? Ja, tut mir leid, ich habe dir 3 gegeben. Ja, ich habe dir auch nur 3 gegeben. Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht. Ja, toll, da haben wir abgelost. Ja, versuchen wir zumindest in der letzten Runde jetzt noch was hinzubekommen. Warten wir es ab. Yes. Wir müssen wieder aufs Treppchen. I look fabulous. Och, wir haben heute 3 neue Themen gehabt. Ziemlich cool. Ja, wobei die sind. Also, ich finde. Relativ. Okay. Ja, Bad Hair Day ist nicht fabulous, aber das geht schon so ein bisschen in die Gören-Richtung, ne? Ja. Wobei aber ist egal, da kann man sich hier nochmal was einfallen lassen. Finde ich gar nicht so schlecht. Jetzt muss man sich richtig rausputzen. Ja. So, natürlich versuche ich. Ich versuche mein Glück in letzter Zeit eigentlich nur noch als Mädchen hier. Ja, als Junge kommst du hier nicht weit, habe ich das Gefühl. Das ist immer schwierig, diese Haare. Nee. Manche Haare passen einfach zu keinem Gesicht. Nee, das gefällt mir auch irgendwie nicht. Der VIP-Bereich ist nicht immer die beste Wahl. Nein, nicht immer. I look fabulös. Ja, da sind die Haare sind mir da zu lang irgendwie jetzt gerade. Nein. Was sieht denn fabulous aus? Ja, das ist schlecht. Nee, das geht gar nicht. Nein, jetzt kriegt das schon wieder nicht aus, ne?
So. Wie, das geht jetzt nicht? Kann ich das nicht nehmen? Achso, das muss man kaufen. Oh, ich glaube, die Runde wird mega schwer. Ich komme gar nicht klar. Auch ein bisschen hin und her gehen. Das ist voll nicht einfach. Ich glaube, ich habe eh schon diesen Haus. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig heute. Ich finde auch leider nichts. 76 Sekunden. Nee, also ich bin nicht zufrieden, um ehrlich zu sein. Ich finde nichts. Klamotten. 56, oh, noch 54. Oh, oh, muss mich beeilen. Ich brauche, muss einen Zahn zuhören. Das ist mir nicht fabulös genug. Nee, das gefällt ja, mir alles nicht. Das gefällt mir alles nicht. Och Mensch, ich finde nichts. Ich brauche dringend eine Tasche. Wo waren die nochmal? Hier. Ja, nee, komm. Ich bin nicht zufrieden. Aber ich finde jetzt gerade auch, nichts anderes. Ich finde gerade auch einfach nichts anderes. Das ist voll langweilig, mein Outfit. Na, ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Ich, Fabulous. Wir sind in Miami, USA. So, mal gucken. Wee. So, als erstes bin ich. Wie gesagt, ich bin nicht so zufrieden. Ja, ich finde dein Gesicht nicht so gut. Doch, ich finde schon. Ich finde das Einzige, das was von den Augenfarben und so zum Outfit und so gepasst hat. Jetzt komme ich. Ja, stimmt. Ich kann dich verstehen. Er findet mein Outfit blöd. Ja, ich wäre halt auch nicht an deiner Stelle, ne, wie bei mir, wäre ich auch nicht zufrieden. Also Fabulous sieht für mich auch anders aus. Ja, aber so ein Kleid und so, das war irgendwie klar, dass alle so rumlaufen. Ja, aber ist halt so. Das finde ich schon besser. Ich habe auch versucht, irgendwas in einem Kleid zu finden, aber da war ich zu spät dran. Wir haben auch diese Runde richtig abgelost. Ich glaube, alle beide sind letzter und vorletzter. Nein, vielleicht nicht. Das sieht gar nicht fabulous aus. Ja. Nee, sie hat sich als Fuchs. Wie ein Fuchs, das Fuchs-Outfit. Ja. Okay. Nee, gar nicht. Sorry. Das passt ja mal absolut gar nicht. Das Oberteil so ist voll viel zu klein irgendwie. Ja, aber auch die Haare und so, nee, das passt. Sieht ein bisschen aus wie Sailor Moon, habe ich das Gefühl. Ich glaube, das sind echt die Haare, sobald man diese Haare hat. Wow! Oh. Das ich wette, dieses Outfit kommt wieder unter die ersten drei. Ich wette es. Was? Bestimmt. Das hatten wir doch schon einmal, glaube ich. Ja, ja, ich weiß, das war irgendwie echt komisch. Da sind Bestechungsgelder geflossen. Das war's. Okay, kommen wir zur letzten Siegerehrung hier bei Fashion Famous. Ich glaube, die mit dem Kleid gewinnt. Ja, ich glaube auch. Wir haben gar nicht gewonnen. Wer auf dem zweiten Platz ist. Ist doch unfassbar. So, hier wird alles manipuliert bei diesem Spiel. Ne, immerhin die erste Runde waren wir mit dabei. Ich wette, wir sind letzter und vorletzter. Nee, hey, ich bin sogar vorletzter, noch vor Nina. Aber gleiche Punktzahl. Egal. Genauso wie letztes Mal, da waren wir auch drittletzter und vorletzter. Ja. Okay, Leute, das war Fashion Famous. Wenn ihr Spaß hattet, gerne einen Daumen nach oben. Es gefällt Daumen nach unten, überhaupt kein Problem. Welches Outfit war denn heute das Beste? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Welches Thema war das Beste? Und dann, Nina, würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal. So sieht's aus. Ciao. Tschüss. Oh, ist das euer Ernst? Nichts Grünes? Och Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist denn grün für eine Farbe, ey? Was habe ich für eine Farbe gewählt?
Hey Leute, was geht? Keine Beispiel mehr zum Games und Leute, willkommen zu einem neuen Roblox Video und willkommen zu einer neuen Challenge hier bei Fashion Famous. Wir werden heute die 24 Stunden nur grün anziehen Challenge machen. Also man darf nur grün tragen heute. Egal um welches Thema es heute geht, wir machen wieder drei Shows. Und die erste Show steht unter dem Motto Do you like my hat? Das heißt, wir können uns eigentlich unser Outfit aussuchen. Ich würde natürlich gerne auch so mit grünen Augen direkt starten. Ich starte mal wieder als Lady, weil sonst ist das hier ein bisschen kritisch. Ja, okay. Also was die Haare, was das Gesicht angeht. Nein, okay, wir bleiben erstmal hierbei. War hier irgendwas? Nein, ich glaube, grün wird eine ziemlich schwierige Farbe heute. Guck mal, es gibt gar keine richtig grünen Outfits. Das ist ja schon eher so, das ist schon eher türkis, ne? Das könnte man anziehen. Okay, warte. So. Oder vielleicht warte eher sowas. So. Sieht irgendwie aus wie so eine Pampers. Guck das mal. Okay, ja, ist in Ordnung. Wobei, ich könnte diese Runde eigentlich mal als Junge versuchen. Weil, guck mal. Ja, ich versuch's mal. Ich versuche es mal. Da sieht das Oberteil ein bisschen unpassend aus, muss ich ehrlich gestehen. Ich nehme das. Auch die Hose. Ey, warum geht das nicht? Oh, das ist ja blöd. Okay, dann bleiben wir hierbei. Weil es das einzige Grüne ist, was ich als Junge irgendwie gefühlt anziehen kann. Gut, dann brauchen wir ein paar andere Augen. Dann eine normale Frisur. Ah, gibt es denn hier eine grüne Frisur? Aber ist ja auch egal. Ich brauche auf jeden Fall. Eigentlich ist das hier egal, weil. Oh, grün wird richtig schwer, sage ich. Grün wird sowas von schwer. Jetzt brauche ich eigentlich noch eine grüne Mütze. Ob man mit einer grünen Mütze hier gewinnen kann, weiß ich gar nicht. Oder einen grünen Hut. Das ist ein bisschen fail, ne? Irgendwas Grünes, Mann! Oh, ist das euer Ernst? Nichts Grünes? Och Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist denn grün für eine Farbe, ey? Was habe ich für eine Farbe gewählt? Ja, das hier. Das ist ansatzweise ein bisschen grün. Ja, wir machen das. Ja, sonst gibt es aber nichts Grünes hier. Was ist das denn für ein Thema, ey? Ganz ehrlich. Do you like my hat? No, I don't like it. Irgendwas wollte ich noch, glaube ich. Ach ja, ich wollte den Körper, glaube ich, ein bisschen nicht so muskulös machen. Also normal. Ja, also gefallen tut es mir noch nicht, aber es geht halt gerade auch noch nicht anders, ne? Gut, ich bin gespannt, wie viele Punkte ich dann mit diesem Outfit wirklich bekommen kann. Ich bin wirklich gespannt, weil normalerweise gibt es ab und zu auch Lobbys, die halt total am Trollen sind, ne? Die laufen dann ganz gut bei so welchen Outfits. Vielleicht läuft es ja heute auch ganz gut. Wer weiß, wie viele Leute sind wir? 10, wow. Mal gucken, ob auch 10 jetzt bei der Fashion Week dabei sind. Ja, aber do you like my hat? Heißt doch hier Hut und nicht Hat im Sinne von Kopf. Ja, ein Stern, tut mir leid. Nee, kein Stern. Oh, jetzt kann ich auch keinen Stern mehr. Das geht ja nicht mehr. Konzentrier dich. Ich habe auch letztens in den Kommentaren gelesen, ja, ich gebe nicht so viele Punkte, aber wenn mich das nicht überzeugt. Guck, das ist schon süß. Das gibt von mir 3. Weißt du, hast sogar 4. Ja, ich find's gut. Guck, sogar 4. Wenn's mir gefällt, dann gebe ich auch gerne viele Sterne. 5 Sterne muss halt absolut perfekt sein. So wie bei mir. Er hat ja nur Kopfhörer, ne? Nee, kein Stern. Kein Stern von mir. Nein, kommt nicht in Frage. Das Thema wurde nicht getroffen. So, fertig, aus. Ja, wäre es aber Standard, muss ich sagen, ne? 2 Sterne. Ja, wobei, ja doch, 2 Sterne ist okay. Passt zum Outfit ganz gut, finde ich. Ist ein sehr, sehr sportliches Outfit.
Ja. Oh, grün wird richtig schwer heute, sage ich, Leute. Grün ist richtig schwer. Das könnte auch, also, das ist richtig schlecht. Ich mag das eigentlich gar nicht bei Fashion Famous, wenn man so Marken hat, ne? Jetzt so Nike zum Beispiel hier, weil das sieht so, also als wäre einem nichts eingefallen. Ja, okay, sie hat sowas hier, ja, die Idee ist auch nicht schlecht. Aber trotzdem, es ist keine richtige Mütze oder ein Hut, meiner Meinung nach, sondern es ist eher ein Accessoire. Ja? Guck, sie macht, glaube ich, die Pink Challenge. Well, I don't. Ja. Ja, ist auch ein cooles... Ja, ja doch, drei. Drei Sterne. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ja. Die ist so ähnlich angezogen, wobei das, die Mütze passt zum Outfit, finde ich nicht so. Es gibt nur zwei Sterne, deswegen. Ich finde, da passt es nicht so gut hin, oder? Ich sollte bei der Topmodel-Jury mitmachen. Okay, mal gucken, wie es ausgegangen ist. Ich erwarte Stimme. Ich bin auf dem dritten Platz! Ich wusste es doch! Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Was stimmt mit dieser Community bei Fashion Famous nicht? Warum bin ich jetzt auf dem dritten Platz? Mit 15 Punkten, oh mein Gott. Ist das euer Ernst? Ja, die erste hat es ziemlich gut gemacht mit 24 Sternen. Aber ich bin auf dem dritten gelandet. Ja, ich dachte, mit der Grün-Challenge läuft es gar nicht. Also in der ersten Runde lief es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Gut, vielleicht habe ich hier bei Fashion Famous ein bisschen VIP und Promi-Bonus. Ich denke aber eher nicht, weil mich hier in dieser Lobby keiner kennt. Und auch wenn ihr mich kennen würdet, ihr würdet mir wahrscheinlich nur einen Stern geben, weil ihr selber ganz genau wisst, von mir bekommt ihr auch nur einen Stern. So, ab in die nächste Runde. Oh. Guck dir mal das Thema an. Time for Top Hat. Das ist wieder das Gleiche. Das kann doch nicht sein. Gut, dann versuche ich es jetzt mal als Dame. So. Ich werde jetzt so einen coolen Beach-Look hinbekommen. Ne, oder ich werde so einen, oh, ich weiß, was ich mache. Ich mache so einen richtigen, eleganten Look. Nein, ich wollte ändern das hier. Oh, ich bin gerade voll durcheinander. Ganz ehrlich. Ich bin gerade ganz durcheinander. So, ich möchte einfach nur das und das. So, das gefällt mir schon viel besser. In Grün hatten wir gesagt, oh ja, das sieht ja gar nicht schön aus. Grün könnte echt ein bisschen kritisch werden heute. Ja. Nun gut, was soll's. Ich kann es nicht ändern. Ich kann es ja jetzt nicht ändern. Vielleicht muss ich ja einmal nicht die grünen Haare machen. Vielleicht können wir das ja wenigstens machen. Vielleicht, wobei, nein, komm, versuchen wir jetzt einmal, weil es wieder Top Hat ist, versuchen wir keine grünen Haare zu machen. Und wir machen normale Haarfarbe, also normale Anführungszeichen, jede Haarfarbe ist normal, aber die eher, also ich eher... Ja, zu grün passt tatsächlich blond so ein bisschen. Ja, vielleicht eher sowas, ja. Okay, und dann brauche ich jetzt noch natürlich eine Tasche. Eine Tasche, hatte ich doch gesehen. Gab es doch in grün oder nicht? Ja, das ist eher so, ja, da. Da, eine grüne Tasche. Haben wir hier noch sowas Grünes, was mich umgibt? Ja, vielleicht sowas. Ja, okay, jetzt wollte ich noch einen Hut haben, ne? Ich glaube, hier gab es doch was. Im VIP-Bereich. Ja, so. Und dann in grün. Ja. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich finde das hier gut aus. Ich finde das Outfit gar nicht so schlecht diesmal. Aber ich wette, hiermit werde ich wieder keine Punkte holen. Okay. So. Und dann warten wir jetzt mal auf die Fashion Week. Okay, wir sind in Paris. Ich weiß gar nicht, wie es in Paris bisher immer für mich lief. Ich glaube nicht gut. Fast nirgendwo war es wirklich positiv für mich bisher. Muss mal wieder auf den ersten Platz landen. Ist lange nicht mehr passiert. Aber diese Runde könnte schwierig werden. Hm. Hm. Ja. Haare sind zwar ein bisschen komisch, Augen auch, aber trotzdem drei Sterne. Und sonst gefällt mir das Outfit eigentlich ganz gut. Na, es sieht sehr, sehr sportlich aus. Mhm. Aber die Farben haben nicht so gepasst. Ja, diese Mütze gefällt mir persönlich halt gar nicht und das Outfit sieht 1:1 aus wie von der anderen.
Weiß nicht, ob die andere vielleicht abgeguckt hat, aber das gibt für mich nur 2 Sterne. Hm. Und das war die von eben wieder. Gefällt mir gar nicht. Das Outfit ist zwar so, ne, aber hat mit dem Thema gar nichts zu tun. Könnte die schlimmste Challenge, die Grün-Challenge, vielleicht wirklich doch ganz gut werden? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das Kleid sieht so komisch aus, ne? Aber ich finde, sonst kommt auch der grüne Look ziemlich gut rüber. Hä? Ich finde schon. Nein. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Nein, kein Stern. Das hat auch nichts mit Top Hat zu tun. Also diesmal ist es wirklich nur so ein Accessoire auf dem Kopf, wie eben schon. Nee. Okay, kommt das? Okay, das war schon. Okay, ich bin gespannt. Wie ist sie auf den ersten Platz gelandet? Aber ich zumindest auf den zweiten. Also ganz ehrlich, bei der schlimmsten Farbe von allen, ne, wir hatten schon blau, wir hatten schon pink, wir hatten schon gelb. Wie nur wir? Es waren doch nur wir drei anscheinend nur noch dabei. Ja gut, dass ich dann auf dem dritten Platz gelandet bin, ist vielleicht doch gar kein so großes Wunder. Die anderen sind auch schon hier. Wir gehen weiter in die nächste Rubrik, in die letzte Show für heute. Ja, ab geht's. Und los geht's! Die letzte Rubrik heute ist Foodie. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Da geht's ja um Essen und sowas. Also Foodie ist, glaube ich, jemand, der halt Wert darauf legt, gutes Essen zu essen. Das könnte schwierig werden. Hier heute im Outfit. Foodie. Ist das grün? Das ist eher türkis, ne? Versuchen wir es trotzdem mal damit. Türkis, grün, kann man ja nicht so zu 100% unterscheiden. Deswegen bleiben wir mal dabei. Okay. Dann geht es weiter. Foodie muss natürlich eigentlich was mit dem Essen zu tun haben. Aber ich weiß schon gleich, wie ich das mache. So. Ich weiß auch schon die perfekte Frisur, die ich eben schon gesehen habe, aber noch nicht auf hatte. Perfekt zu unserer Challenge heute. Das ist ja eher sowas. Ich nehme das hier. Gleich mal diese Frisur an. Ich brauche aber noch Schuhe. Fällt mir gerade auf. So, und bei Foodie wäre es natürlich super gut, wenn ich so ein Cupcake dabei hätte. Auch wenn das zwar nicht grün ist, das nehme ich definitiv mit. Sonst haben wir, glaube ich... Ich nehme hier nochmal das Grüne von eben mit. Das könnte ja auch so Wackelpudding mit. Wo hier? Ja, sowas. Sowas. Mhm. Ja, warte, das auf dem Kopf, das passt jetzt gerade. Aber sonst ist das eigentlich ziemlich... Wobei, weißt du was? Nee, das auf dem Kopf, das ist mir zu viel. So, das kommt weg. Und dafür nehme ich halt das hier. Nein, das muss grün sein. Komm, wir haben gesagt grün. Grün. Auch wenn das jetzt schön aussieht. Wir haben gesagt grün. Also grün. So. Was sollte ich von hier noch? Ah, Schuhe. Aber gibt es hier grüne Schuhe, frage ich mich. Nee, gibt's nicht. Tut mir leid, dann kann ich die auch nicht benutzen. Ja, wir bleiben dabei, Leute. Mal gucken, wie wir jetzt abschneiden werden. Bei Foodie. Ich weiß, das ist eher blau, türkis, aber trotzdem. Versuchen wir es trotzdem mal so. Wir sind mal wieder in Paris. Das freut mich. Sogar sehr. Ja. Okay, ich bin gespannt, wie wir die Challenge hier 24 Stunden nur grün tragen abschließen werden. Okay, das ist auch sehr gut. Ich muss schon sagen, das fängt schon super an. Komm, da gebe ich sogar 4 Sterne. Das fängt schon super an hier. Das ist ein sehr, sehr gutes Outfit. Ja, mit Grün habe ich mir da heute... Wobei, in den ersten beiden Runden bin ich ja einmal Dritter und Zweiter geworden. Okay, in der zweiten Runde war es nicht... Wow. Nobody give me points. Ja, aber es geht doch... Komm, 2 Sterne kriegst du von mir. Eigentlich... Nein, ich bin kein Fan davon. Ist... Deswegen gibt es nur 1 Stern. Nein, ich mag das nicht. Es ging um Foodie. Okay, Leute. Sieht schon eigentlich gut aus. Bin gespannt. Ich bin gespannt. Hinten, das könnte ja auch so, weiß ich nicht, Wackelpudding, Zuckerstreusel oder irgendwas anderes sein, was in grün ist.
Foodie? Ein Stern, mehr nicht. Das hat damit gar nichts zu tun. Trotzdem, ich kenne doch Roblox. Ich weiß ganz genau, wie das hier heute ablaufen wird. Der wird bestimmt auf Platz 1. Die andere auf 2, die Punkte haben wollte. Und die auf 3, die mit Foodie nichts zu tun hat. Nee, tut mir leid. Nee, hat nichts zu tun. Ich hatte wenigstens noch dieses Cupcake-Ding in meiner Hand. Immerhin. Dadurch, dass ich in einer Farbe gekleidet war, ne, sah es schon irgendwie ein bisschen anders aus. Nein, auch nicht. Nee, Foodie, das hat mit Foodie nichts zu tun. Tut mir leid. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Auf gar keinen Fall. Wie sieht's hier aus? Ja, das schon eher mit... Aber das Einzige muss ich echt geschehen. Ja, ist wie bei mir. Ja, trotzdem. Zwei. Ich mach zwei. Tut mir leid. Tut mir leid. Ja, komm, drei. Ist okay, drei. Wegen der Tasche. Damit die Leute sich nicht beschweren. Ja, die hat auch nur was zu trinken in der Hand und so. Nee, nee, das gefällt mir gar nicht. Nee, tut mir... Ja, wobei der... Zwei, komm, zwei Sterne. Ist okay. Zwei Sterne. Ich weiß, dass hier... Ja, Food, danke. Hätte ich auch schreiben müssen. Food. I love food. Okay, ich glaube, das ist das große Finale, Leute, bei der 24-Stunden-Grün-Challenge. Ja, yeah! Ich bin wieder auf dem dritten Platz. Sehr gut, gefällt mir. Also die Runden heute haben wirklich funktioniert bei der Grün-Challenge. Jedes Mal in die Top 3 gekommen. Na gut, Runde 2 ging auch nicht anders. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch mit 10 Sternen. Okay, Platz 1 war 16 Sterne, aber wie gesagt, war schon sehr gut. Alleine von mir hat sie schon, glaube ich, 4 bekommen. Leute, wenn es euch gefallen hat, wisst ihr Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gerne abonnieren, kommentieren, die Glocke aktivieren. Alles kostenlos hier bei uns, immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Mann, Mann, Mann. Dabei habe ich dir nur einen Stern gegeben. Mir? Klar. Du kleine Kröte, ich habe dir 3 gegeben. Ja gut, ist mir doch egal. Hey Leute. Was geht? Nina hier mit Kanalöchen. Wir sind mal wieder bei Fashion Famous bei Roblox. Yes. Und werden heute wieder schauen, wer ist die oder der Schönste, wer hat das tollste Outfit und wer wird zum Topmodel gekrönt hier auf dem Podium. Ja genau, wir gehen der Frage nach, wer wird Roblox Next Topmodel zum 100. Mal. Zum 100. Mal. Ja. Wir werden mal gucken, was gleich das Thema ist und dann müssen wir uns dementsprechend verkleiden. Und dann werden wir bewertet. Ganz einfach. Mhm. Eben wie bei einer Modenschau. Wobei, da wird man nicht bewertet und da gibt es auch keine Siegerehrung. Ja, aber man kommt halt weiter oder nicht weiter, ne? Genau. Hier kann man es ja so beurteilen, dass die ersten drei weiterkommen würden. Miss oder Mr. Roblox. Yes. Okay. So, welches Thema haben wir? Not so popular, das hatten wir doch schon mal. Hatten wir schon mal, ne? Not so popular. Okay. Ich erinnere mich an mein Outfit nicht mehr so genau. Aber wir haben die Chance, jetzt arbeiten. Doch, ich erinnere mich an mein Outfit. Das war so dieses... Ah ja. So ein Mädchen, was jetzt nicht unbedingt so... Was zwar nicht beliebt ist, aber trotzdem so einen coolen Look hat. Aber du hast eher so was Böswilliges. Ich hatte eher so Außenseiter, so... Ja, stimmt. Du hattest eher so ein bisschen... Ich hatte dieses Carni-T-Shirt an. Mut zur Hässlichkeit dazu. Not so popular. Ja, ich glaube, ich werde auch wieder in die Richtung gehen, not so popular. Ich glaube, ich gehe nochmal in diese Richtung. Wie. Wenn die Leute, die jetzt dabei sind, sind ja nicht die gleichen, ne? Deswegen kann man es ja nochmal mit dem Outfit versuchen. Genau. Obwohl. Schöne Haare. Ach so, ich muss ja eigentlich, ich bin ja jetzt auch seit letztem Mal im VIP-Bereich sonst, ne? Jetzt habe ich mich natürlich hier in dem anderen Bereich bedient, aber ist auch nicht so schlimm. Gibt es im VIP-Bereich gibt es ja auch andere Haare, ne? Dieses Comic-Gesicht ist echt total abgefahren. Bist du da hinten, ne? Ja. Wieso kann ich das nicht wechseln? Hä? Das ist ja seltsam. Ich kann mein... Ah, jetzt... Alles blau? Geht nicht. Ich bin eigentlich schon relativ zufrieden mit meinem not so popular Outfit. Ich hätte gern das, was heult, aber das geht irgendwie nicht. Kann ich irgendwie nicht anklicken. Man kann sich auch so ein Kack-Emoji auf den Kopf machen. Ja.
werde ich das jetzt hier nicht los, oder? Oh, toll, jetzt werde ich das nicht los. Jetzt habe ich das in der Hand und ich wollte das gar nicht. Oh nein, ich will das nicht mehr. Das sieht immer blöd aus mit den Mützen. Ich habe noch nie, also in den seltensten Fällen mal was gefunden, was irgendwie passt. So. Ich bin doch relativ zufrieden mit meinem Outfit. Ich brauche noch eine Brille oder so. Ich bin cool. Ich bin not so popular, aber ich bin nicht das beliebteste Mädchen hier. Ja, ich habe Mädchen gesagt. Weil als Junge hat man hier bei Fashion Famous kaum eine Chance, behaupte ich jetzt mal. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Wo sind denn die Brillen? Bin ich doof? Oh, oh, 15 Sekunden. Ich finde keine Brille mehr. Hier waren die auch nicht. Ach, die waren da vorne. Na gut, keine Zeit mehr. Egal. Dann geht es jetzt zur Fashion Week nach. Ha? Wo sind wir? Bin ich mal gleich gespannt. London ist das, glaube ich. Ja. London. Wir sind in London. In England. Mal gucken, Nina, was du denn für ein Outfit heute hast. Ich bin mal echt gespannt. Ein not so popular Outfit. Ja. Oh, ich bin Erster. Du gehst halt bis als Erstes. Mhm. Ich finde, du siehst total popular aus. Nein, das ist so ein bisschen der Bad Girl Look. Ja, aber Bad Girls sind doch auch beliebt. Ja, nicht alle. Man findet die doch cool und will so sein wie die. Nein, nicht alle. Nicht? Nö, nicht alle. Hm. Not so popular. Das ist für mich eher so Fairy Tale oder so. Ja, ich finde es voll viel zu extravagant. Das ist irgendwie zu märchenhaft. Ja. Das ist wie aus einer anderen Welt. Oh, ja gut, ich wollte einen Stern geben, das habe ich gar keinen gegeben. Natürlich auch gucken. Ja, guck, das gefällt mir schon. Die sieht auch. Ich finde, die sieht halt auch zu. Nein, drei Sterne. Weil sie die gleiche Hose hat wie ich. Also sie hat diese zerrissenen Jeans, spreche eigentlich immer für so. Ja. Jetzt komme ich. Okay. Ich finde das eigentlich voll popular. Nee, gar nicht. Doch. Ich sehe aus, als wenn meine Mutter mich angezogen hätte. Ich finde, das sieht eigentlich ganz okay aus. Nee, ich sehe traurig aus und ich habe halt keinen coolen Style, sondern so einen girly Style und möchte eigentlich cool sein. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Das ist meine Interpretation. Meine Interpretation hat es auch nicht getroffen. Bei dir. Was ist das denn? Okay, das gibt keinen Stern von mir. Nee. Vielleicht ist sie auch später in die Runde reingekommen. Das kann natürlich auch sein. Kann auch sein. So auf den letzten Drücker noch schnell was suchen. Ja, ist dann nicht immer ganz einfach. Aber gut, es geht halt nicht. Da können wir nichts für. Wir müssen das so bewerten. Ne? Jeder kriegt das da... war schon. Oh, jetzt ist schon vorbei. Nicht viele Leute haben teilgenommen. Ja, war klar! Wie kann denn die Person Erste werden? Ich bin immer in Zweite geworden, aber wie geht denn... Das geht doch gar nicht. Was ist das für ein Bewertungskriterium? Ich meine, nur weil die Punkte. Ich bin noch nicht mal da drauf. 6 Punkte. 8. Ich habe 15. Nein, nein, das daneben, das mit den Sternen. 11. Das mit den 15 ist deine Belohnung. 6 und 11. Du hast 6, ich habe 11. Sorry. Mann. Dabei habe ich dir nur einen Stern gegeben. Mir? Klar. Du kleine Kröte, ich habe dir 3 gegeben. Ja, gut, ist mir doch egal. Ich fand deine Zeit nicht so passend. Wir sind harte Konkurrenten, aber ich behaupte mal, dass die keine Ahnung haben. Was? Ich behaupte mal, dass die keine Ahnung haben. Wenn die andere Person schon auf dem ersten Platz ist, dann will ich bei dieser Siegerehrung gar nicht dabei sein. Verstehe ich auch echt nicht. Oder halt not so popular. Ja gut, wenn du so aussiehst, bist du wahrscheinlich auch nicht popular. Ja doch. Kann man ja auch so sagen. Ja gut, aber es geht mit wenn allen. Wenn du so halb im Schlafanzug ohne Haare und... Weiß ich nicht. Es sah halt unfertig aus, als wenn sie nicht genug Zeit oder er nicht genug Zeit gehabt hätte. Ist ja egal, wir kommen ja zur nächsten Runde. Mal gucken, vielleicht kommt schon wieder ein neues Thema, was wir bisher noch nicht hatten. Oh, das hatten wir glaube ich noch nicht. Evil Empress Emperor. Also böse Herrscherin irgendwie. Ja, oder Eroberer, ne? Ja, genau. Böse Herrscherin oder Herrscher. Ich werde aber glaube ich als Frau gehen wieder. Ich habe da schon was im Kopf. Was richtig Tolles im Kopf. Ich kann mich ja eigentlich auch in den VIP-Bereich. Ich gehe jetzt mal direkt in den VIP-Bereich. Was war der Geiz? Mach das. Ja,
Ja, ob man hier irgendwas Evil-mäßiges findet. Was sind da die Herrensachen hier? Das sieht auf jeden Fall gar nicht evil aus. Hier gibt's nichts, was evil ist. So ein Kostüm wie eine Wassermelone ist noch nicht evil. Nicht bösartig genug. Ich frage mich, ob ich mich überhaupt jemals mal als männlichen Charakter hier verkleidet habe. Das kannst du ja vielleicht mal in der nächsten Runde machen. Evil. Ah, hier haben auch Schuhe. Aber die sieht man, glaube ich, hier eh nicht. Welche Frisur ist besonders böse? Oh ja. Das sieht auf jeden Fall schon evil aus. Vielleicht noch andere Haare, aber eigentlich finde ich die Haare ganz cool. Vielleicht so? Oh ja. Oh ja. Aber da fehlt noch so das kleine i-Tüpfelchen. Vielleicht brauche ich noch irgendein Accessoire oder so. Ich versuch mal was. Wie sieht das aus? Nee, vielleicht mache ich das wirklich so. Also ich finde, ich habe wirklich sehr, das ist sehr gut sogar. Hast den Vogel abgeschossen, ja, ne? Aber sowas von. Also von dieser bösen, ich nenne sie erstmal Königin oder Herrscherin oder Eroberin, keine Angst hat, dann weiß ich auch nicht. Ja, ich habe, glaube ich, auch den Vogel abgeschossen. Doch, also wenn ich jetzt nicht hier ich muss auf dem ersten Platz landen, Leute, guckt euch das mal bitte an. Ich muss auch auf dem ersten Platz landen. Wir werden sehen, wer den ersten Platz belegt. Ob überhaupt einer von uns beiden oder wir wieder überhaupt nicht platziert sind. Oder du zumindest nicht. Wir sind im Winter Wonderland. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, die Jury ist auch wieder da. Oh, der rechts ist, glaube ich, ganz neu. Es geht los. Oh ja, das geht sogar fast in die Richtung, wie ich das. Oh ja, die Augen. Den gibt es da 3 Sterne von mir. Ich gebe 4. Also sie hätte zumindest eine Schuhe noch mitnehmen können. Ja, keine Schuhe ist mir auch gerade aufgefallen. I'm so ugly. Du bist. Jetzt komme ich. Oh. Ah. Ja, aber ich glaube, ich bin noch mehr evil als du. Wenn du der anderen 4 gegeben hast, dann musst du mir ja 5 geben. Ne, ich hab der 3 gegeben. Was? Ich hab der 3 gegeben, der andere. Ach so, okay. Wollte schon sagen. Okay, was ist mit dir? Chill, jetzt komm ich. Ja, ja, auch evil. Ja, stimmt. Ja, kriegst von mir auch 4. Ja, die Augen hätten noch ein bisschen... Noch? Das hätte noch so ein böser Blick sein müssen. Der Blick ist so ein bisschen leer, habe ich das Gefühl. Hey, du hast fast den gleichen gehabt. Nee. Ich hatte schon einen bösen Blick. Was ist das denn? Okay. Das ist kein Punkt. Wo ist das denn evil? Ja, vielleicht ist das aber auch so umgekehrte Logik. Ne? Also manchmal denkt man ja auch, gerade die Süßesten sind so, werden am Ende dann oh die ja, könnte natürlich wie bei auch sein. Zoomania. Hast du den Film geguckt? Nee, das habe ich glaube ich schon mal gefragt. Wo dann das Schaf, glaube ich, dann sozusagen am Anfang ganz süß und am Ende stellt sich heraus, dass sie die Böse ist. Das gibt vielleicht, ja komm, 1 Stern. Ja, glaube ich auch. Weil, das Gesicht finde ich nicht so cool, ja, aber der Rest auch ist... Sonst ist es eher so, weiß ich nicht. Wenn es irgendwie, keine Ahnung, evil Teenager wäre oder so, würde ich sagen, ja komm, passt. Aber als eine Herrscherin, Eroberin, weiß ich nicht. So, okay. Oh, das war's schon. Das war's schon wieder. Und? Yeah! Du bist Erste, ich bin Zweite. Erste! Doch, ich finde dein Blick, ich habe voll die roten Augen. Ich finde meinen Blick eigentlich böser als dein. Aber die ist auch irre mit den schwarzen Augen. Ja. Das hätte mir noch gefehlt. Boah, 23 Punkte habe ich bekommen. Wow. Holy moly. Das heißt, was von allen habe ich 5 Punkte bekommen. Oder von 4. Also... Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, hat mir gefallen, Daumen die Runde. Für Kahn.
Ich finde, wir hatten beide ein gutes Outfit. Ja, ja, definitiv. Also ich fand, diesmal waren wir echt gut unterwegs. Oh yeah, ich bin jetzt Fashion-Icon. Ich bin nicht mehr Pro-Model, sondern sogar Fashion-Icon. Weil du so viele Siege geholt hast und so, ja, und so oft gespielt hast. Ja. Was hast du jetzt davon? Nichts. Du hast einen grünen Schriftzug. Okay, ich würde sagen, eine letzte Runde nehmen wir noch mit. Machen wir noch. Ich hoffe, dass es auch wieder was Neues. Ich bin müde. Oh, Best Dress, das hatten wir tatsächlich auch noch nicht, das Thema. Was? Best Dress? Ja. Dressed. Also wer am besten nicht Best Dress, sondern Best Dressed. Also am besten angezogen. Wer am besten gekleidet ist. Ja. Ja. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also da kannst du wirklich machen, was du willst. Okay, ich war gerade noch an meinem Handy, weil Kathi irgendwas geschrieben hatte, aber ist gut. Ja, sie hat was gesucht, hab ich gesehen. Ja. Und sie hat's gefunden. Da müssen wir nicht einschreiten. So, die Frage ist, ob ich... Komm, ich versuch mal... Sollen wir beide als Jungs gehen mal? Ach, jetzt, ja, okay. Machen wir. Dann versuchen wir mal, okay? Best Dressed. Gibt's denn auch richtige Smokings oder so? Oh ja, hier. Ich gehe als... als Bräutigam. Ich habe einen Anzug an übrigens. Nicht, dass du jetzt den gleichen nimmst. Haare. Gibt's ja echt keine. Nee. Oh, ich habe einen Schnurrbart. Das sieht total komisch aus. Es gibt keine coolen Jungen, also Männerhaarschnitte oder Haar. Ja. Ich weiß ja nicht. Mit den Haaren bin ich überhaupt nicht zufrieden von meinem Charakter jetzt. So, was hole ich mir denn? Ich glaube, ich nehme eher die hier. Sieht auch witzig aus. Ja, also ich verstehe jetzt Best Dress. Also ich wollte jetzt nicht auch ein... Du hast ein Smoking genommen, ne? Ja. Ja, dann nehme ich... Ich mache eher ein sportliches Outfit. Kann man nicht die Haarfarbe ändern? Wieso habe ich denn rote Haare? Die Haare kann man irgendwie nicht umfärben. Achso, weil die schon vorher... Na gut. Achso, ich hatte extra schon welche mit Farbe genommen. Wenn ich die nehme, wie sieht das aus? Das sieht komisch aus. Vielleicht nehme ich die Haare. Mal gucken, was man da noch rausholen kann. So, Gesicht brauche ich noch? Bei mir läuft hier gar keine Zeit ab, sehe ich gerade. Wir haben noch 70 Sekunden. Achso, mir fehlt die Zeitanzeige bei mir. Ja, 70 Sekunden. Ich habe eher so, weiß ich nicht, Lil Gucci Style. Die Jungs haben auch nicht so coole Gesichtsausdrücke, finde ich. Nee. Ich versuch's mal hier mit. Sieht mal ein bisschen anders aus. Ich nehme das hier. Gefällt mir voll gut. Ja, ich bleib dabei. Mir gefällt's. Ja, ich werde bestimmt den letzten Platz belegen, wobei ich finde mein Outfit eigentlich ganz cool. Ich finde meins eigentlich auch ziemlich cool. Ich überlege wegen den Haaren, ob das so rüberkommt. Ja komm, das ist so ein Gucci-Style heute. Wie lange haben wir noch? Noch 10 Sekunden. Oh oh. Ja. Langsam wird Zeit. Nee, hier gibt es auch keine besseren Gesichtsausdrücke. Ja, also meins sieht sehr, sehr komisch aus. Aber es ist halt New Style. Aber ich glaube nicht, dass ich damit unter den ersten drei, unter die ersten. Ich glaube auch nicht, dass ich gewinnen werde. Wie gesagt, wir sind ja beide der Meinung, dass generell männliche Outfits nicht so gut bewertet werden wie weibliche. Ja. Machen auch nicht so viele. Die meisten sind eher so als... Ich wette, so viele werden als Prinzessinnen jetzt verkleidet sein oder Braut oder sowas. Ja, ich glaube auch. Aber schauen wir mal. Vielleicht haben wir ja doch... Vielleicht hat ja einer von uns eine Chance, Nina. Vielleicht hat jemand Mitleid mit uns. Hä? Warum heult die? Die muss doch am besten aussehen. Die muss doch ihr Outfit präsentieren. Schön finde ich das nicht. Ein Stern.
Mir fehlt übrigens die komplette Bewertungsskala hier unten auch. Ja? Ja, oder nicht nur die Zeit, auch die Bewertungsskala fehlt mir. Okay, jetzt kommst du auf jeden Fall. Ja, okay. Ja, die Frisur sieht echt nicht gut aus. Ja, es gab nichts großartiges. Ja, komm, Schönes. Ich geb dir 3 Sterne, ist okay. Danke. Bitte. Ich kann leider nicht bewerten, hier fehlen meine Sterne zum Abstimmen. Oh ja. I'm Galaxy Girl. I'm Galaxy Girl. Ja, schon... ja, komm, 4 Sterne. Tschüss. Ohne Bewertung von mir. Hier. Das bist du? Ja. Ach du liebe Zeit. Warum hast du so Disco-Effekte? Einfach so, weil ich kann. Du hast einen übelsten New Kid-Style. Ja, ja, genau. So mit so, ne, mit den Haaren so richtig cool gemacht. Das ist so ein bisschen Surfer-mäßig auch. Oh, da ist noch ein Mann. Ja, aber das. Boah, das ist mir zu viel Rot. Und die Mütze passt gar nicht. 2 Sterne. Ja, und die Haare, also das ist too much Rot. Ja, das ist zu viel einfach. Also okay, ich habe auch einen roten Pulli heute an, aber das ist auch das Einzige. Okay, ich glaube. Das war schon, ja, mal das gucken, schon. Wie es ausgegangen ist. Stell dir vor, wir gewinnen jetzt. Nein, ich wette dieses schöne. Yeah, du bist auf dem 3. Platz. Ich bin auf dem 3. Platz, ey! Yeah. Nice! Ja, wahrscheinlich, weil ich dir. Ich bin mal gespannt, wie viele Punkte es jetzt insgesamt bei dir gab. Ich konnte leider ja nicht abstimmen für niemanden. 12 und du hast 14, ja. Hättest du bei mir abgestimmt, dann wäre ich vielleicht Dritter. Ja, tut mir leid, Karl. Nicht schlimm. Nicht schlimm. Ich konnte nicht schlimm. Leute, das selbst wenn ich gewollt hätte. Heute. Hat uns was? Auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich finde es auch jedes Mal wieder cool. Wenn es euch auch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert, kommentiert, drückt auf das kleine Glöckchen, um kein Video zu verpassen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. So sieht's aus. Ciao. Tschüss. Hey Leute, was geht? Kann ich mich zu Games und Leute, willkommen zu einem neuen Roblox-Gameplay und willkommen zu einer neuen Challenge. Heute mal alleine. Ich werde heute 24 Stunden nur Gelb tragen bei Fashion Famous. Und wir haben auch eine ganz neue Rubrik, I Quit. Hat das damit zu tun, dass man irgendwie beim Job sagt, ich höre jetzt auf? Auf jeden Fall werden wir heute 3 Runden spielen, vielleicht auch 4, mal gucken, wo ich nur Gelb tragen darf. I Quit. Ich kann natürlich auch sagen, I quit. I'm becoming a mermaid. Ja, das mache ich jetzt. I quit, also ich kündige, ich werde jetzt eine Meerjungfrau. Und das mache ich jetzt auch. Eine gelbe Meerjungfrau. So, in gelb. Oder warte, gibt es da vielleicht noch eine an? Nein, gelb. Oh, jetzt habe ich aber 2 an. Möchte ich aber nicht. So, okay. Dann habe ich gesehen, gibt es hier auch ein gelbes. Oder ist das hier vielleicht nicht? Ich glaube, das passt eher. Ja, nee, das passt gerade gar nicht. So, okay. Das ist das. Also nehmen wir... Ich will aber das unter... Oh, warum habe ich das jetzt da an? Das möchte ich aber nicht. Das verstehe ich zum Beispiel wieder nicht. Warum kann ich das jetzt nicht... Ey, das sieht doch einfach nur blöd aus. Egal, ich muss jetzt erstmal weitermachen. Also ich finde, das sieht ziemlich blöd aus. Okay, wir nehmen das hier, weil das ist auch so gelblich. Und dann sind da hinten, glaube ich, auch noch gelbe Haare irgendwie. Oder war das... Ja, nee. Blond, Nope, nope. Dann gehen wir mal hier rüber. Aber das Oberteil, das gefällt mir absolut nicht. Ich weiß aber nicht, wie ich das anders hinbekomme. Also ich hatte gesagt... Ich werde eine Mermaid. Sowas hier, ne? Ja. So. Ne, wir gehen mal auf die andere Seite, da passt es besser. So. Also mal gucken, ob wir mit dieser Challenge heute hier bei Fashion Famous gewinnen können, nur gelb anzuziehen. Also wie gesagt, das Thema ist jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, anders. Dann kommt hier sowas noch. Alles andere lasse ich jetzt erstmal. Ich könnte natürlich noch... Ja, nee. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir auch nicht. Aber ich könnte natürlich diese Flügel hier noch nehmen. Passt zwar gar nicht, aber ich habe das Gefühl, Flügel passen immer irgendwie bei Fashion Famous. Warum auch immer. Deswegen entscheide ich mich jetzt mal hierfür. Weil ich könnte natürlich auch diese Flügel hier nehmen. Wobei, ich bleibe erstmal hierbei. Wer weiß. Vielleicht komme ich ja so weiter. Ne?
Also normalerweise gewinnen hier auch immer die Outfits, die so, weiß ich nicht, ganz komisch immer aussehen. Ich könnte natürlich auch noch, warte, ich könnte vielleicht noch eine Krone mitnehmen. Das könnte ich vielleicht noch machen. Ja, versuchen es mal so. Also wenn das nicht gelb ist, dann weiß ich auch nicht, Leute. Hier noch von dem gelben Hintergrund. Okay, mal bin mal gespannt, ob wir jetzt hier in der ersten Rubrik irgendwie gewinnen können. Ich muss natürlich auch einen Kommentar schreiben, ne? I quit my job to become a mermaid. So, das muss ich gleich natürlich sagen, wenn ich dann hier... So, die erste... ja. Ja, komm, 2 Sterne. 2 Sterne. Da habe ich jetzt noch nicht so das große Konzept dahinter gesehen. Und ihr wisst, bei Fashion Famous bin ich mittlerweile wirklich sehr, sehr... Also ich achte auf vieles. Ja, das gefällt mir schon. Guck, das ist schon viel besser. I quit to become a princess oder so. Deswegen gibt es da von mir... Ja, komm, 4 Sterne sogar. Ja, wobei, ich darf nicht so gut sein, weil... Nein, ich darf nicht so gut bewerten bei dieser Challenge, weil sonst werde ich niemals unter den ersten 3 landen. Ziel ist es, unter den ersten 3 zu landen. Bestes Ziel wäre natürlich... 1. Platz. Ja, okay, sie hat geweint, deswegen gibt es vielleicht 2 Sterne von mir diesmal. Okay. Ja, komm, 3 Sterne. Irgendwie gefällt mir das Outfit, ich weiß nicht wieso. Obwohl eigentlich ein bisschen zu viel da ist, aber ich weiß nicht. Wann komme ich denn jetzt mal dran? Hallo. Oh ja, ja, nee, kein Stern. Also da passt irgendwas absolut nicht, Leute. I quit? Ja, vielleicht. Also ich verstehe I quit sowas wie ich kündige, ne? Ich bin raus, weil das und das. So, jetzt bin ich dran. So. Ja, ich finde doch sehr, sehr gut. Also wenn man da nicht 5 Sterne geben kann, dann weiß ich auch nicht. Ja? Gut. Mit der Gelb-Challenge schauen wir mal, ob das so laufen wird oder nicht. Ja, das Outfit hatten wir eben auch schon. Deswegen gibt es leider nur einen Stern von mir. Wärst du als erstes da gewesen, hättest du vielleicht 2 bekommen. Aber da ich dieses Outfit schon gesehen habe, tut mir leid. Ist nicht drin. Ja, das gefällt mir schon. Ich weiß nicht. Ja, okay, das Oberteil passt nicht, aber deswegen... Komm. Ja, komm. Ja, nee, 2 Sterne. 2 Sterne. 2 Sterne. Das reicht. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie es wird heute. Mann! Nicht unter den ersten 3 gelandet! Das gibt's doch nicht! Ich will mal gucken, wie viele Sterne ich habe. Los! Ich habe nur 10 Sterne. Oh, ist das schlecht. Ich bin Vorletzter. Okay, das Thema hat nicht so gut gepasst. Aber wir haben ja noch 2 Themen über. Mal gucken, wie es da wird. Also mit Gelb wird echt schwierig. Gelb könnte ein bisschen schwierig werden heute. Aber gut, wir kriegen es hin. Diese Challenge werden wir meistern. Okay, 3, 2, 1 und... Guckt euch mal das Thema an. Crazy for Colors, das passt irgendwie. Ne? Ich wollte ja diesmal Gelb anziehen, deswegen... finde ich das Oberteil, finde ich doch ganz gut. Och Mensch, Leute. Och, immer wieder das Gleiche. Achso, nee, ich brauche ja erstmal... So, okay. Ich nehme die gelben Schuhe mit. Ich guck mal gerade vielleicht bei den Oberteilen, ob vielleicht sowas... So was Knallgelbes dabei ist. Aber ich mache mir jetzt erstmal die Haare. Ich glaube diesmal versuche ich es mal so. So. Obwohl das... Nee, die Frisur gefällt mir nicht. Vielleicht sowas hier. Ja, das könnte eher mein Style sein, aber man kann die Augen gar nicht sehen. Ne, hier. Na, okay. Hallo, das war mein Platz. Okay. So, das ist das.
möchte bei der Schminke nochmal aufpassen. Also diesmal gehe ich nicht in diese Richtung, sondern sowas hier. Das finde ich doch auch ganz gut. Hier lila, das könnte natürlich auch mal. Nein, wir sind jetzt erstmal bei gelb. 24 Stunden gelb tragen. Okay, ich wollte gucken, ob wir noch was Knallgelbes haben, ne? Ich guck mal nach den Taschen noch. Aber wir nehmen hier sowas. In gelb. Das erkennt man leider nicht, das ist blöd. Gut, dann lassen wir es vielleicht. Dann lassen wir es. Ich gucke jetzt mal nach einer Tasche. Ich bräuchte eigentlich so eine gelbe Tasche. Kann ich da nicht die Farbe wählen? Oh, war ja klar. Das war ja klar. Oh, jetzt habe ich... Danke. Als jemand Gesundheit gesagt hat. Jetzt habe ich diese Tasche, aber ich will die eigentlich gar nicht. Nehme ich dann vielleicht die hier? Dann nehme ich vielleicht die hier. Okay, sonst so im Hintergrund habe ich da irgendwas. Ja, nee, Hier irgendwas, was da passen könnte. Ach guck, jetzt konnte ich die Tasche auch wieder wegpacken. Das ist ganz gut. Vielleicht nehme ich das hier. Hier, gelb. Guck. Das passt doch. Ja. Dann nehme ich hier gelb. Sehr schön. Jetzt noch mal hier rüber, ob ich irgendwas... Vielleicht finde ich ja hier noch ein gelbes Oberteil. Wobei ich das natürlich auch nicht schlecht finde. Ich könnte natürlich noch das hier mit kämpfen. Ja, ich nehme das. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich finde, das sieht schön aus. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Klar, Crazy for Colors wäre wahrscheinlich mehrere Farben, aber ich finde das eigentlich auch schön. Ein bisschen hier. Ja, komm, wir machen das so. Du gefällt mir das doch besser. Okay, ich finde, das sieht doch sehr, sehr süß aus. Das sollte doch so klappen. So sollten wir doch unter die ersten drei jetzt mal kommen. So, natürlich. Ja, nee, komm. Diesmal ohne Kommentar. Der Kommentar hat ja letztes Mal gar nichts gebracht. Deswegen gibt es heute mal keinen Kommentar. Okay, mal gucken, ob wir jetzt in dieser Fashion Week besser abräumen. Wir sind, glaube ich, in New York. Ja, tatsächlich. Vielleicht wird es hier ein bisschen besser, Leute. Wer weiß. Wer weiß. Gut. Ja, das, nur das Oberteil finde ich. Aber sonst ist es ja sehr viel... Ja, nee. Zwei Sterne reichen. Weil nur das Oberteil ist wirklich tatsächlich sehr, sehr bunt. Alles andere, auch die Schminke... Nö. Ich glaube, das war die, die sogar hinter mir gelandet ist. Ich wette, die wird jetzt erster. Nee, kein Stern. So. Ich könnte ja sagen, hier 10 von 10. Die hat 1000 von 1000, ich sag 10 von 10. Nein, komm, kein Kommentar habe ich gesagt. Crazy for Colors finde ich ehrlich gesagt nicht. Gar nicht. Nee. Der hat irgendwie so ein graues Kleid mit grauen Schuhen. Gefällt mir einfach nicht. Tut mir leid. Thema nicht getroffen. Ich finde, unsere Challenge heute passt da wirklich sehr, sehr gut hin. So, mit Gelb. Doch, ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Also, wenn ich hier jetzt nicht unter den Top 3 lande, ne, dann weiß ich auch nicht, Leute. Dann weiß ich wirklich nicht. Ist einfach so. Okay, was hat sie? Ja, guck, das ist schon besser. Es gibt von mir... Das ist aber Weihnachten, ne? Ja, dann gibt es nur 2 Sterne. Ja, wobei, komm, ist bunt. 3 Sterne. Ich finde sie gar nicht so schlecht. Auch wenn es ein bisschen too much ist, aber ist okay. Ist okay. Ja, das finde ich eigentlich auch gut. Deswegen gibt es da auch 3 Sterne. Ja, ich bewerte die einfach zu gut, glaube ich. Ich glaube, die werden schon wieder vor mir landen, weil ich denen schon wieder zu viele Punkte gerade gebe. Und ich muss doch hier mal unter den besten 3 landen. War es das nicht schon? Hä? Die hatten wir doch schon, oder nicht? Oder hat die kopiert? Deswegen gibt es dafür keine Sterne. Ich weiß nicht, ob die kopiert hat. Oder die andere. Eigentlich muss ich... Nein, 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 nein. Ich muss... tut mir leid. Wenn ich als erstes gesehen habe, der hat jetzt Pech... der hat Glück gehabt. Vielleicht hat sie ja die andere sie kopiert, aber tut mir leid. Okay, der letzte war nicht da. Wir schauen mal. Mann!
an! Na guck, okay, die habe ich gut bewertet. Die auch. Das sind die zwei, die ich gut bewertet habe. Wie sind die denn beide jetzt? Oh, ich verstehe es nicht. Guck mal, ich habe wieder nur 9. Mann! 16? Könnte nicht irgendwie Sunshine oder so das nächste Thema sein oder Summer, weil ich finde, da passt Gelb wirklich. Also 24 Stunden nur Gelb anziehen ist wirklich sehr, sehr schwierig bei Fashion Famous, habe ich das Gefühl. Aber gut, wir warten jetzt auf das letzte Thema. Dann wollen wir mal gucken, ob es jetzt klappt bei dem Thema. Na, was ist es? Stop caring. Also eigentlich ist mir mein Outfit ziemlich egal. Deswegen könnte ich eigentlich auch sowas hier anziehen. Ja, das ist ja auch, ja, wobei, das ist eher so Gelb-Gold, ne? Ich überlege gerade, ob ich eher tatsächlich in diese Richtung so gehe. Dann wieder mit so gelben Schuhen. Oder ob ich hier sowas... Ja, tut mir leid, das passt gerade absolut nicht. Dann versuche ich es vielleicht nochmal hiermit. So, hallo, ich brauche die Schuhe nochmal. So, ich versuche es nochmal mit diesen Schuhen. Okay, sonst muss ich echt gestehen, haben wir auch nicht viel Gelbes. Also wenn, dann sind es nur diese Outfits. Ja, okay. Die Haare müssen eigentlich ein bisschen so komisch aussehen, ne? Ja. So, und dann so. Wobei, ich kann mal gucken, ob wir hier vielleicht auch so eher... So eine. Er ist eher rot. Ja, nee, komm, wir machen die Haare, wenn dann so, wie es sein soll. Das heißt, wirklich so. Okay, dann gehen wir hier nochmal rüber. Stop caring heißt ja irgendwie so aufgehört. Also, eigentlich ist es mir egal, wie ich aussehe. Das heißt, ich muss eigentlich so ein bisschen vercheckten Gesichtsausdruck haben. Ja, nee, das irgendwie nicht. Ja, ich finde, das sieht... Okay, mit Bart werde ich jetzt definitiv nicht was machen. Ich gucke gerade, weil hier waren wir bisher noch gar nicht, ob wir hier was irgendwie mitnehmen können. Ich habe das Gefühl, hier hast du auch viel mehr nur Kopfbedeckung und sowas. Ich finde... Das sieht doch im gelben Bereich auch sehr gut aus. Was ist das denn hier? Ja komm, das nehme ich mit. In der Farbe. Kann ich das nicht in der Farbe lassen? Ich lasse das in der Farbe, ist mir egal. So, und dann... Habe ich nochmal einfach hier sowas mit. Vielleicht bringt mir das ja was. Ich habe keine Ahnung. Das wird jetzt wild zusammengemixt einfach. Haben wir hier noch... Ne, hier hatten wir nichts Gelbes. Ja, geht eigentlich. Stop caring. Ja, hätte ein bisschen wilder sein können, aber doch, nee, ich finde schon eigentlich ganz gut. Vielleicht ist hier noch so eine schöne Tasche dabei. Ja, ich glaube, ich nehme mir diese Pommes-Tasche mit. Sieht auch so ein bisschen komisch aus. Ja, das Outfit sieht schon wild aus, aber wild, so ein bisschen, kein Sinn, wild. Gut, dann warten wir jetzt mal ab, wie es gleich wird. Weil ich kann da vielleicht noch die letzten Sekunden hier da hinten schauen. Ich kann natürlich auch so ein North Face Oberteil. Nein, komm, ist okay jetzt. Ist okay. Ich wette, damit schaffe ich es auf Top 3. Ich wette es. Abwarten. Und heute sind wir in Paris. Okay, warum wird mir das hier immer noch angezeigt? Ja gut, mache ich gelb. Ich hoffe, das ändert sich jetzt nicht. Abwarten. Okay, ich bin sogar Erster. Na los, komm schon, ein paar Punkte müssen noch drin sein. Komm schon! Ich war jetzt zweimal, glaube ich, Vorletzter. Ich weiß nicht, was die Leute gegen mich haben. Vielleicht sehen sie meinen Namen und denken sich, nö, der kriegt keine Punkte. Stop caring? Ja, nee, tut mir leid, ein Stern, mehr nicht. Das sieht ja sehr danach aus, dass du doch dich um einiges kümmerst. Okay, bei mir auch, aber ich versuche das jetzt für mich so ein bisschen zu argumentieren. Okay, die hatte, glaube ich, eben gewonnen.
Nö. Ein Stern, das gefällt mir. Tut mir leid, das gefällt mir. Ja, wobei, kommen zwei Sterne. Der Gesichtsausdruck war ziemlich cool. Das war so ein bisschen so ein leerer Blick. Das war wirklich so Stop Caring. Oh ja. Nee, warum? Stop Caring? Du gehst doch ins Fitnessstudio. Das sehe ich doch. Ich sehe doch, dass du ins Fitnessstudio gehst. Also tut mir leid. Du scheinst dich wirklich noch um dich zu kümmern. Das ist mein Gefühl jetzt. Was ich habe. Ja, okay. Das könnte jetzt auch schon ein bisschen kritisch sein. Ja, 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 bei ihr sehe ich auch keine Schminke und so. Ne? Ja komm, weißt du was? Alleine aus Prinzip gebe ich dir 3. Weil du dir keine Mühe gegeben hast. Eigentlich hätte man hier ohne ein Outfit hinkommen müssen. Nee, tut mir leid. Also nee, ein Stern. Tut mir leid, das ist doch viel zu hübsch gerade. Also das passt viel zu sehr. Tut mir leid. Ja gut, bei mir auch. So könnte man das jetzt auch sagen. Aber nein, nein, ich sehe es nicht ein. Wir haben eine Challenge hier heute zu machen. Das ist ein ganz anderes Thema. So, letzte Runde, letzte Chance bei unserer Challenge hier, 24 Stunden nur gelb tragen. Mann, kein einziges Mal unter den Top 3 heute. Ich habe das Gefühl, die gelbe Farbe bei Fashion Famous, da kommt ihr nicht viel weiter. Wir werden definitiv noch 24 Stunden pink tragen, weil da habe ich einige Outfits gesehen. Ja, guck, ich bin diesmal ich hätte auch auf dem dritten Platz landen können. Ich habe genauso viele Punkte gehabt. Leute, wenn euch die Challenge heute gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt, Daumen nach unten. Wie gesagt, wir werden noch 24 Stunden pink tragen diese Woche, weil ich da schon einige Outfits gesehen habe und ich glaube, das könnte besser laufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Leute, macht's gut. Ciao. Ja, ich bin eine hübsche Lady. Ich bin eine Lady. Hey Leute. Was geht? Nina hier mit... Kanalöchen. Wir sind mal wieder bei Roblox und zwar Fashion Famous und wir kriegen jetzt gleich unser Thema und werden uns dann wie Topmodels Foodie. Foodie, okay. Was heißt das denn? Ja, wahrscheinlich. Geht's auch um Essen? Ja, wahrscheinlich so, ich guck mal gerade, aber ich denk mal sowas wie, ne, Essensliebhaber oder Liebhaber. Irgendwas. Ja, wir müssen manche Sachen so googeln und uns überlassen lassen. Ja, so Feinschmecker, lassen, ja. Ja, ja. Wenn also, das so Foodie würde ich irgendwie so auf Essen bezogen machen. Ne? Ein okay, Outfit, also, was mit Essen, ein Bezug zu Essen da ist. So, jetzt habe ich's. Und ich habe da auch letztens, glaube ich, was gesehen. Das schnappe ich mir jetzt. Ich glaube, im VIP-Bereich war was, ne? Ich glaube, ja. Aber ich muss mal wieder als Lady gehen. Wir werden heute wieder drei Themen machen. Ja, wie immer. Obwohl hatten wir, ich glaube, einmal hatten wir auch 4. Einmal hatten wir 4, weil bei dem einen warst du nicht dabei. Beziehungsweise da war es irgendwie buggy und... Naja, gut. Okay. So. Naja, gut. Naja, gut. Warte, wenn ihr Fashion Famous feiert, gerne jetzt schon Daumen nach oben für weitere Videos. So. Ich hatte doch hier irgendwas gesehen. Ich habe so ein Melonen-Outfit. Oh, das wollte ich anziehen! Ich war schneller. Oh, ich wusste, es war irgendwas. Aber es gibt hier vorne noch was. Und zwar... Achso, das ist aber eher für Jungs, ne? Hier so ein Anzug, ich glaube, das sieht aus wie ein Eis oder so. Da ist ein Eis drauf. Ja, das ist einfach nur ein Regenbogen so. Aber das sieht nicht nach Eis aus. Ist einfach nur so. Gibt's noch was anderes? Ja gut, ich muss jetzt gucken. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Haare gehen, zählen auch als Kopfbedeckung, ne? Also extra Head. Kostet nämlich. Foodie. Ich bin das Cotton Candy Girl. Cotton Candy. Ich überlege gerade, ob es nicht auch irgendwas gab, was mit Essen zu tun hat. Ach, wo, hier ist auch ein Donut, aber das kann ich. Hast du dir das eigentlich gekauft, diese Erweiterung, dass du 2 Hüte tragen kannst? Ich kaufe das jetzt einfach. Nö, ich trage Hüte allgemein gar nicht in diesem Spiel, deswegen. Ja, vielleicht mache ich jetzt doch eine andere Haarfarbe. Ich weiß nicht, ob man das erkennt, dass es ein Donut ist. Ob, das habe ich schon verraten. Das sieht einfach richtig doof aus, aber...
Ich weiß es noch nicht. Oh, ich muss mich ein bisschen beeilen, glaube ich. Also ich glaube, ich bin fertig. Ja. Ich muss aber was... Bist du schon fertig? Ich muss was aber in den Chat packen. Ob ich damit gewinne, ich weiß ja nicht. Oh, 23 Sekunden. Ich glaube, ich brauche noch was. Ich muss die ganze Zeit an dieses eine Lied denken. Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Kenn ich nicht. Denn Döner macht schöner. So, mal gucken, ja. Ob ich bei der Rubrik Foodie gut abschneiden Foodie. Werde. Ich bin auch gespannt, weil meins ist schon sehr ausgefallen. Also sehr gewöhnungsbedürftig, mein Outfit. Wir sind in London! Yes! Fashion Famous! Famous! Es sollte meiner Meinung nach schon so einen Song geben. So, ja. Mal gucken, was sie denn jetzt hat. Was hat das mit Essen zu tun? Ja, könnte vielleicht, weiß ich nicht. Schokolade irgendwie, Panda so, weiß ich nicht. Ja, ich mach mal zwei. Ich habe zwei gegeben. Ich gebe ein. Ja, ich finde schon, das hat gepasst, aber Foodie war nicht so. Jetzt ist Nina dran. Ja, es ist... Sag ich dir gleich was zu. Das Ding auf dem Kopf ist halt vielleicht ein bisschen too much, aber ich dachte, wann kann man das sonst tragen? Wenn nicht heute. Gut. Ich will aber nicht als wollte nicht als zweites. Man hat immer bessere Chancen, wenn man eher später dran ist. Okay, was ist das jetzt? Nee, das was hat das mit Essen? Das ist einfach nur rot, finde ich. Das ist eher so ein Weihnachtsoutfit, habe ich das Gefühl. Ja, ich dachte irgendwie vielleicht an Erdbeeren oder so, aber... Ja, aber nee. Oder wir haben ein falsches Thema, vielleicht haben wir Foodie falsch verstanden. So, jetzt bin ich dran. Was hast du denn da in der Hand? Ich dachte, du bist das Candy-Ding-Girl. Nee, ich hab's jetzt auf Cupcake gemacht. Achso. Candy-Cutten. Ja? Nee, Cupcake wegen dem, ne, was da rauskommt bei mir. Was ich auspupse. Wie hast du das gemacht? Da gab's so Effekte noch woanders. Mhm. Was ist das? Geht irgendwie ein Eis und Pizza ja, und sowas. Ja. Das ist eigentlich auch schon cool. Das Gesicht gefällt mir nicht so. Ja, das ist Standard, ne? Und auch die Haare hätten besser sein können. Ja, mal gucken. Ja. Die sieht sehr ähnlich aus zu dir. Ja, ähnlich nicht. Sie hat einfach nur das gleiche in der Hand. Ja, das stimmt. Aber die Haare waren bei dir auch pink, oder? Nein. Ich glaube nicht so. Also nicht so, sondern das war eher so ein Farbverlauf. Okay. So Magenta eher, glaube ich. Also ich weiß nicht. Wer ist möchte? So, I brought this. Ja, ein Hundegesicht? Nee, danke. Tut mir leid, aber das gefällt mir nicht. Das sieht richtig gruselig aus. Das Einzige, was sie dabei hat, ist so ein Picknickkorb, weißt du? Der ist auf jeden Fall ganz cool, aber... Aber da ist ja auch... Ich wollte gerade noch einen Stern geben, jetzt war es zu spät. Ich wollte für den Picknickkorb noch einen Stern geben. Ist das Lakritz-Girl? Ja, nee, tut mir leid. Irgendwie nicht. Tut mir leid, das Outfit gefällt mir einfach nicht. Ach nee, ich gebe einen Stern. Ja, wir sind mittlerweile sehr streng geworden, merke ich. Ja, weil früher wir so richtige eher, aber, Vorstellungen weil, von dem Thema haben. Aber weil wir auch wissen, ne, dass die anderen nicht viele Punkte geben. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, Nina wird gewonnen haben. Wahrscheinlich wegen ihrem Melon. Ich glaube nicht. Was? Ich bin nicht mal dabei. Keiner von das uns Mädchen ist dabei. Das Mädchen mit dem Panda hat gewonnen. Was? Du bist auch nicht dabei. Jetzt bin ich mal gespannt. Hä, und die in Rot? Ey, ich habe einfach nur letzter, vier Sterne? Drittletzter. Ich hab dir 4 Sterne gegeben. Ja, dann warst du die Einzige, die mir Sterne gibt. Ich hab dir 3 Sterne gegeben. Das heißt, von jemandem... Alter, hast... Schwede! Was ist das? Haben wir das Thema vielleicht wirklich falsch verstanden? Nein, gar nicht! Die anderen waren ja auch eher so food-orientiert. Die Leute hassen uns, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Runde gleich wieder. Ich bin gespannt, was das für ein Thema ist, wie wir besser abschneiden. Boah, voll der Schlag ins Gesicht. Letzter? Dein Outfit war eigentlich gar... Also für den letzten Platz war es viel zu gut, da war ja selbst die besser mit dem, die kein richtiges Gesicht hatte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass genau wie wir als Freunde hier in eine Lobby kommen, dass auch andere Freunde in eine Lobby kommen. Ne? Und sich dann gegenseitig pushen. Ja, natürlich, kann ich mir vorstellen. Ja gut, aber ich finde, man kann schon auch dann so fair sein, um irgendwie... Ja, nicht jeder ist fair, Nina. Best Dressed, ich glaube, das hatten wir auch schon mal. Best Dressed, ja, ich glaube, ich hatte da ein Smoking an, ne? Das kann sein, ja. Also, wie ist das Thema Best Dressed? Jetzt geht's einfach nur um ein schönes Outfit. Genau, am besten angezogen sind. Und das ist ja wieder sehr unspezifisch. Also, man kann im Prinzip alles tragen, es muss nur gut aussehen.
Mhm. So, ich gehe auch direkt in den VIP-Bereich. Ich bin immer noch sehr enttäuscht von der letzten Runde. Ja, also ich hätte auch nicht... Also da habe ich gesagt, ey, wir werden safe beide auf dem Treppchen landen. Dachte ich auch. Vor allem, ich hatte ein Melonenkleid, das hat niemand gewürdigt. Also ich gehe wieder als Lady, einfach weil du als Mädchen hier viel bessere Chancen hast. Das ist einfach so. Das ist Fakt. Aber es gibt nicht so schöne Klamotten hier, ne? Für Frauen, finde ich. Jetzt im VIP-Bereich. Das finde ich eigentlich ganz schön. Nee, das Outfit sieht irgendwie echt komisch aus, was ich ausgewählt habe. Ich bin noch nicht so zufrieden. Oh, eigentlich sieht es auch ganz süß aus. Vielleicht noch hier was. Kann ich das nicht nehmen? Ich weiß nicht. Ach doch, jetzt. Das sieht irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich das noch mit den Flügeln... Warum habe ich so ein dickes Gesicht? Ist mal weniger. Ich weiß, das sieht irgendwie voll groß aus, das Gesicht diesmal. Also der Kopf. Habe ich Schuhe? Ich habe noch keine Schuhe, ne? Schuhe gibt es aber auch nur in dem anderen Bereich, richtig? Das kann sein. Ah, hier ist der Picknickkorb, jetzt habe ich den auch entdeckt. Gibt es hier keine richtigen so Handtaschen oder so? Da gibt es auch Handtaschen. Schnapp ich mir jetzt auch eine. Ich glaube, ich brauche trotzdem noch Schuhe. Ja, ich finde mein Outfit eigentlich relativ hübsch. Ja, ich bin eine hübsche Lady. Ich bin eine Lady. Ja, ich sehe eigentlich auch ganz cool aus. Aber ich weiß nicht, ob es reicht. Ich bin zufrieden. Ich finde mein Outfit sehr, sehr schön. Ich finde, ich bin best dressed heute. Machst du das gerade im roten Kleid? Nee, ne? Nein. Ein rotes Kleid. Aber hier sind auch zwei Mädels, die sehen eigentlich relativ gleich aus. 25 Sekunden. Ich glaube, bei mir ist jetzt nichts mehr rauszuholen auf die Schnelle. Nee. Bei mir ist es okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur Fashion Week. Yes. Gucken, wo es uns heute hinzieht. So, wir sind im Winter Wonderland. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht zu sehr in mein Mikrofon reinatme. Darth Vader. Ich hyperventiliere, weil ich so aufgeregt bin. So. Someone copy me. Ja, ich glaube, das war die. Ja, ich finde das aber nicht schön, um ehrlich zu sein. Das ist. Best Dress ist für mich auch so ein bisschen alltagstauglich. Ich finde, das ist gar nicht. Also, wer läuft denn bitte so rum? Ich kenne niemanden, der so rumläuft. Es gibt viele Outfits hier bei Fashion Famous. Ja, das ist schon eher so Abendgarderobe. Ja, das aber sieht nicht schon mein aus. Geschmack, muss ich ehrlich gestehen. Ich mag das, dieses Regenbogen-Ding. Ja, das nicht, Make-up hat drei nicht Sterne. So. Von mir gibt es nur zwei. Also das Regenbogenherz oder was das war, im Gesicht, das war nicht so meins. Das sieht aus wie Sailor Moon, original. Mhm. Zwei Sterne. Das ist so Fantasy-mäßig, habe ich das Gefühl, bei denen. Ja, ich gebe einen Stern. Fällt mir nicht best dressed. Oh, das ist schön. Oh, guck mal, die hat auch genau das gleiche auf dem Kopf wie ich. Aber das Gesicht passt. Ja, komm. Gefällt mir auch nicht so. Ja, aber komm, besser als die anderen auf jeden Fall. Ich habe drei Sterne gegeben. Ich auch. Jetzt kommst du. Jetzt komme ich. Ah, hübsch! Ich finde, der Kranz passt irgendwie nicht zu dem Outfit. Ich finde schon. Die Schuhe passen auch nicht so dazu. Aber das waren, ich habe keine Schuhe gefunden halt. Das waren die Schuhe, die... Aber mit es gab doch welche in blau. So hellblau. Ja, ich habe, die gab es in dem Outfit. Okay. Das soll jetzt Alltags-Outfit sein? Ja, das heißt Alltag, aber ich sag mal, was man auch tragen würde, außer Flügel.
Ja, wenn man so zu so einem Disco-Abend oder so geht. Oder zu so einer Preisverleihung. Ja, nee. Das hat mir so Popmusik-mäßig. Das hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen, muss ich echt gestehen. Na, deins so, hat mir auch nicht gefallen. Ist nicht so mein Geschmack. Yay! Yeah, aber andere haben es so gesehen. Ich bin auf dem dritten Platz, sehe ich gerade. Immerhin sind wir beide jetzt mal hier drauf gelandet. Endlich mal yes. wieder. Yes! Endlich mal gewonnen. Die auch hier was im Dings hatte, hatte auch was im Kopf. Am Kopf. Also was im Kopf. Ist immer ganz gut, was im Kopf zu haben. Okay, gut. Damit sind wir wenigstens mal hier in den Top 3 gelandet. Gott sei Dank. Hat den Geschmack der anderen getroffen. Ja, Gott sei Dank. Ja, wie gesagt, ist ja alles Geschmackssache. Mir hat es jetzt nicht gefallen. Ne? Aber den anderen anscheinend schon. Gut, die haben auch keine Ahnung, muss man ehrlich gestehen. Und ich war mir sehr unsicher bei meinem Outfit, aber trotzdem ist es gut angekommen. So, ich würde sagen, wir gehen in die nächste Runde. Yes. So, was ist denn die nächste Rubrik? Bin mal gespannt. Ich bin gespannt. Lottery Winner, okay. Also wer gerade die Lotterie gewonnen hat. Okay, cool. Ja, wer zum Millionär geworden ist. Wahrscheinlich nicht gerade, sondern der halt gewonnen hat und jetzt stinkreich ist. Ja, also ein Rich Outfit, denke ich jetzt mal. Ja, ich glaube auch. Rich Kid. Ja, oder Rich Erwachsene. Oder Erwachsene. Wie sehen Lotteriegewinne aus? Wie würde ich aussehen, wenn ich jetzt ein paar Mille gewinne? Falls Leute denken, wir wären Millionäre, nope. Nein. Auf jeden Fall übertrieben. Ich werde es jetzt übertreiben. Leute, die im Lotto gewinnen, übertreiben dann ja wahrscheinlich immer. Würde ich jetzt mal behaupten. Wo hast du denn die Schuhe gefunden, ne? Ja, die sind, ich glaube, da in dem Nicht-VIP-Bereich. Was waren da noch? Die Handtaschen oder so? Nee, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich mach das jetzt so richtig übertrieben. Mir gefällt das zwar nicht, aber ich mach's so richtig übertrieben. Oh Gott, das sieht furchtbar aus. Sicher, dass du Schuhe gefunden hast? Ja, ich hatte eben gerade meine Schuhe auch getauscht. Also wenn ich sie sehe, sage ich es dir nochmal. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf genau, wo sie sind, aber ich komme jetzt auch in den normalen Bereich. Die sind hinten ganz links, wenn du von dem VIP-Bereich kommst. Ach so, ja, das ist ja ganz bei den nicht da, wo die Mermaid-Sachen sind, also ja, die okay. Muschel-Oberteile. Schau ich da auch mal vorbei. Ich frage mich, ob man, wenn da schon Schuhe dran sind an dem Outfit, ob ich dann trotzdem noch ja, mal ja, kannst du. Habe ich eben auch gemacht. Aber die sind dann so oben drüber, ne? Ja gut, egal. Bei mir kann man die jetzt nicht sehen. Meine kann man noch sehen. Also sie müssen uns, wenn ich Socken anhätte. Grüne Socken in schwarzen Schuhen. Oh ja, das passt voll. Lotteriegewinnerin hier. Richtig aufgebrezelt. Aufgebrezelt. Nee, das passt schon wieder gar nicht. Oh, ich will das eigentlich weg haben. Krieg ich das nicht weg? Nein, ich will das. Oh Mann, jetzt krieg ich das nicht weg. Nein. Ja, doch, ich hab's nicht. Super. Oha, ich hab eine goldene Krone. Jetzt brauche ich noch eine Tasche. Eine richtige Schickimicki-Tasche. So Louis Vuitton-mäßig. Irgendwie nicht die Tasche. Passt nicht zu meinem Outfit. Die Louis Vuitton Tasche habe ich schon. Hast du schon? Oh Gott, da ist auch eine, die sieht richtig crazy aus. Ist nämlich auch die Louis Vuitton Tasche oder nämlich die? Ich habe eigentlich hier den coolen Hut, aber das Problem ist, das geht durch meine Haare und das will ich eigentlich nicht. Okay. Im Lotto gewonnen? Wahrscheinlich nur 2 Euro, aber trotzdem so tun, als hätte ich eine Million gewonnen. Alright. Bin mal gespannt, ob wir wirklich im Lotto gewonnen haben oder nicht heute hier bei Fashion Famous. Ich auch. Bin mir schon wieder nicht ganz sicher, aber wir sind im Enchanted Forest, das ist der Laufsteg. Mein Outfit, ja, mal gucken, wie es ankommt. Ja, bei dem davor war ich mir auch nicht sicher. Und also ich muss ja ehrlich gestehen, ich finde es jetzt nicht so toll, aber
ne, um das Thema zu treffen, finde ich gar nicht so schlecht. Nur so einen, der jetzt auch reich tut. Ja. Ja, die meinte ich, die ich gesehen habe. Ja, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Da gebe ich mal drei. Was ist das für eine Kette? Eine Roblox, Robux, ne? Money, money, money. Ja, ja, aber wo gab's die? Die ist ja crazy. Ja, ich fand's gar nicht so schlecht. Für ein Thema. Ich fand's auch ganz cool, aber ich fand das so ein bisschen nicht elegant genug. Ja, nee. Das gefällt mir nicht. Es gibt einen Stern. Das sieht auch nicht rich genug aus. Standard aus, finde ich. Die ist viel zu nett. Also das Gesicht sieht viel zu nett aus. Wie viel hast du der mit der Sonnenbrille gegeben? Ich habe der drei gegeben. Ich auch. Ich auch drei. Weil es war mir nicht so elegant genug. Da fehlte mir. Das war mir zu protzig. Aber je nachdem. Ja, das ist zu Standard, finde ich. Außer der Louis Vuitton-Tasche, finde ich. Ja, komm, zwei wegen. Oh, ich wollte jetzt zwei wegen dem Hündchen geben, aber gut. Ich habe ihr zwei gegeben. Jetzt komme ich. Jetzt kommst du. Oh Gott! Oh, ja, aber auch eher so billig reich, ne? Ja, ich sag eher so, ne? So schäbig reich, ja, so. Im Lotto gewonnen und dann einen auf reich tun jetzt so. Ja, okay. Das war mein Plan. Hä? Das ist eher Rockstar, so habe ich das Gefühl. Einmal Lottery of the Magic Guitar. Magic. Ja, nee, tut mir leid, nee. Damit, auch damit kannst du bei mir nicht punkten, ne? Es gibt nur einen Stern. Sorry. Jetzt komme ich gleich. Oder wer kommt noch alles? Ja, ich komme dran. Mal gucken. Ja, die Krone, Tasche. Ich habe eine dicke Kette und überall ist Gold an mir. Ja. Die Haare erinnern mich an die von eine schrecklich nette Familie. Hier von Bundys. Hier, Peg Bundy, ja. Nicht Peg. Peggy, glaube ich. Ist das nicht die Frau? Ja, genau, die meine ich ja. Ach so, die Frau. Ich dachte, du meinst die Tochter. Nee. Nee, das ist gar nicht rich. Wenn ich reich wäre, würde ich auch keine Feenflügel tragen. Ja, wobei. Wobei, da kannst du die alles dann wieder so reich, dass dir das egal ist. Ja. Hat mir auch nicht. Ja, nee. Nein, gar nicht. Also, ich finde gar nicht. Sieht da eher aus wie so nerdy School oder sowas. Ja. Nicht rich genug für unsere Verhältnisse. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt wieder aussieht. Ja, es kommt noch her. Oh ja. Mindestens diesmal, noch einer. Diesmal sind viele. Ah, guck mal, die hat. Oh mein Gott. Was ist das für ein Gesicht? Gib einen Stern, boah, aber. Gib keinen Stern. Obwohl sie das gleiche Outfit hat wie ich. Nee, tut mir leid, das ist mir viel zu. Ich finde so mit dem Schmuck und so geht's, aber das Gesicht ist echt eine Katastrophe. Ja. Ich weiß schon, was sie damit darstellen wollte, Augen. Aber. Nee. So, Geld, aber ich Geld wette, sie hat wieder gewonnen. Da, wo ich wieder denke, passt nicht, bestimmt das wieder auf den ersten Platz. Yay! Zweiter und dritter, immerhin. Aber die so crazy aussah, hat den ersten gemacht. Ja, aber ich glaube, weil sie wahrscheinlich von unserem Punkt. Jetzt will ich mal gucken, wie viele Punkte sie noch bekommen hat. Mal gespannt. Ja, 16, 13. Wir haben beide die gleiche Punktzahl bekommen. Ja, ja. Ja, cool. Das war Fashion Famous hier bei Roblox Next Topmodel. Also, ne? Topmodel! Ja, ist Fashion Famous, nicht Topmodel. Also, den Namen Fashion haben wir Famous. Abgeguckt. Ich sing alles. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten, überhaupt kein Problem. Aber gerne Glocke aktivieren und abonnieren. Alles kostenlos. Und dann, Nina. Sehen wir uns zum nächsten Mal. So sieht's Tschüss. Aus. Ciao. Nee, ich finde, das hier sieht noch am besten. Oh Mann. Hey Leute, was geht? Keine Beispiel mehr abzugeben. Und Leute, willkommen zu einem neuen Roblox Gameplay. Leute, wir sind mal wieder bei Fashion Famous. Bei dem Next Topmodel Spiel von Roblox. Ne? Wir werden heute dreimal in die Rolle eines Models schlüpfen. Wobei, muss ich gar nicht. Ne? Wir werden heute drei Kategorien mal wieder spielen und mal gucken, wer hier das Next Topmodel in welche Kategorie denn. Ich hab's noch gar nicht gesehen. Wow, that's tacky? Was heißt das denn? Muss ich mal kurz googeln. Ach, billig. Ah, billig. Okay, oder ordinär. Wow, that's... Ja, ich weiß es nicht. That's tacky könnte jetzt so... Oh, das ist ja billig. So, vielleicht machen wir dann sowas hier. Ja, nee, komm, das gefällt mir noch nicht mal. Welche Frisur könnten wir denn da nehmen? Sowas. Dann nehmen wir hier noch so eine schöne Haarfarbe mit. Mhm. Ja, das gefällt mir ganz gut. Sowas hier. Ja, wobei, nee. War das schon besser. Sieht irgendwie komisch aus. Das kommt weg.
Schauen wir mal hier rein, was es denn hier für Klamotten gibt. Ich finde, das sieht eigentlich nicht so toll aus. Ja, das irgendwie auch nicht so, ne? Also ich weiß nicht. Toll sieht das jetzt gerade nicht aus, die Kombination. Aber ich finde, ich habe hier eigentlich... Also wer wird heute das hässlichste... Ah, okay. Das ist natürlich jetzt in der ersten Runde, wer ist das hässlichste Next Top Model? Vielleicht schaffe ich das ja jetzt hier. Ne? Vielleicht werde ich ja so zum hässlichsten... Schön billig, würde ich jetzt mal behaupten. Natürlich auch... Ach, geil, das hätte ich... Nee. Ja. Das gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, damit kann ich vielleicht das hässlichste Topmodel hier werden. Okay, und wir warten jetzt noch ein paar Sekunden. Aber das müsst ihr nicht, weil das ist mein Outfit. Wobei, ich könnte eigentlich noch mal hier gucken. Ah, hier. Ja, natürlich. Noch besser. Hörst du? Finde ich auch gut. Ja, dabei bleiben wir. Und dann geht es jetzt zur Fashion Show. Okay, wir sind in Miami. Und beim letzten Mal habt ihr mir den Tipp gegeben, dass man auch gar keine Sterne vergeben kann. Das heißt, wenn mir jetzt hier heute nichts gefällt oder in dem Fall irgendwas jetzt zu schön ist, so verstehe ich das Motto nämlich. Es kann auch ordinär heißen, aber ich verstehe es jetzt bei Fashion Famous eigentlich eher so, dass es billig sein sollte und möglichst hässlich. Also wenn hier jemand zu schön ist, gibt es keine... Ja, okay, es ist ein sehr, sehr wildes Outfit. Das ist eigentlich schon wieder zu hübsch. Zwei Sterne. Ich will mal nicht so sein. Beim letzten Mal bin ich kein einziges Mal auf dem Podest gelandet. Also in die Top 3 muss ich heute mindestens einmal kommen in einer Kategorie. Ja! Nee, also das ist zwar sehr billig, aber ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Deswegen gibt es keinen Stern dafür. Tut mir leid, keine Bewertung. 0 Punkte, 0 Points. Das ist doch... Ja, wobei die Brille kommt. Die Brille macht es eigentlich. Aber sonst ist das Outfit eigentlich ziemlich gut. Das wäre so ein Sommeroutfit für mich. Wenn die Brille jetzt eigentlich nicht da wäre, würde ich denken, hey, du bist wirklich in Miami. Okay, der nächste bin ich. Ich finde, es passt. Hey, das sollte doch mindestens 4 Sterne geben eigentlich. Bitte. 4 Sterne mindestens. Oder nicht? Ich finde schon. Ich finde, ich bin das hässlichste Next Top Model. Hier bei Roblox. Nee, guck, das ist mir zu hübsch. Ja, wobei, okay, mit den Haaren und so, komm, 1 Stern. Ja, das ist mir zu hübsch, tut mir leid. Ich verstehe That's Tacky eher als billig, ne? Ne? Und nicht ordinär. Also habe ich es verstanden. Deswegen bewerte ich jetzt nach diesem Schema. Auch nur 1. Das ist zu gut für mich. Ja, das ist, nee, das sieht zu gut aus. Die Farben sind abgestimmt. Nee, das passt für mich nicht. Nicht zu diesem Motto. Das ist nicht das hässlichste Topmodel hier bei Roblox. Nein. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Nein. Ihr könnt kommentieren, was ihr wollt. Ich habe so verstanden. Das auch. Nö! Ja, wobei, kommt 2. Kriegst 2 Sterne von mir. Weil die Augen so, das ist schon, sieht schon ein bisschen übel aus. Ist noch jemand oder war es das? Ich glaube, das war's, okay. Und wer ist das hässlichste Topmodel geworden? Natürlich nicht ich! Die sind doch alle viel zu hübsch hier! Guckt euch das mal an! Ich wollte das hässlichste Topmodel werden! Aber vielleicht habe ich ja gewonnen, wenn ich jetzt Letzter bin. Aber nein. Ich bin Letzter mit, okay, 7 Punkten, 9 Punkten. Okay, der Unterschied ist jetzt nicht so groß. Ja, okay. Okay, aber wir haben ja noch 2 Runden. Deswegen warten wir jetzt auf die nächste Runde. Mal gucken, welche Kategorie das jetzt ist. Was sagt er eigentlich zu meinen normalen Klamotten? Das sollten ja eigentlich unsere Sommeroutfits werden. Aber vielleicht behalten wir die auch komplett an. Wer weiß. Weil viele von euch uns gelobt haben, dass diese Outfits viel cooler sind. Vielleicht sollte ich die wirklich anbehalten. Nächste Runde. Leute, ich habe nochmal die Möglichkeit, das hässlichste Model hier zu werden, denn das Motto ist jetzt Makeover Fail. Ne? Und vielleicht werde ich diesmal, ich versuch's mal als Frau. Weißt du was, ich versuch's mal als Frau. So, was sieht denn schön hässlich für mich aus? Oh ja, warte. Ich zieh Barbie-Klamotten an. Oh ja, sieht schön grässlich. So, welche Frisur kann ich mir denn hier nehmen?
Die sehen alle viel zu gut aus. Vielleicht sowas hier? Ja. Warte, oh, warte, das ist viel besser. Oh ja. Und dann gibt es noch eine schöne Haarfarbe in grün. Oh ja, ich finde, das sieht klasse aus. Ich finde, das sieht super aus. Und dann gibt es hier noch so eine komische Handtasche. Vielleicht eher sowas. Ja. Ich finde, das sieht doch eigentlich sehr, sehr gut aus. Ich finde, das sieht klasse aus. Also, es sieht nach einem richtigen Fail für mich aus. Nee, ich finde, das hier sieht noch am besten. Oh Mann. Ja, wir bleiben dabei. So, und weil ich mache es jetzt einfach, weil es sein muss. Hier noch so Schmetterlingsflügel. Ich habe das Gefühl, das muss immer hier bei Fashion Famous dabei sein. Natürlich ging es jetzt auch so. Ja, nee, ich möchte es jetzt nicht riskieren. Sonst muss ich gleich jetzt wieder von vorne anfangen. Darauf habe ich keine Lust. Aber ich schaue mir vielleicht hier nochmal die Frisuren an. Vielleicht ist ja noch was mit dabei. Nein, ich finde, das sieht schon ziemlich so aus wie ein Makeover-Fail. Möchte gern Barbie. Mit grünen Haaren. Wobei, wie sieht es dann aus, wenn ich die jetzt pink mache? Nee, ist... Ja, nee, komm, ich lasse es mal so. Barbie-Gymnastik-Fail. Makeover-Fail. So, mal gucken, ob ich diesmal gut abschneiden werde oder schlecht in diesem Fall. So, wir gehen direkt jetzt zur Fashion Show. Okay, wir sind in London. Ich bin wirklich ein misslungenes Barbie Girl. Also wenn das kein Makeover Fail ist, weiß ich auch nicht. Guck mal, da, ja, okay. Okay. Das gibt, aber nicht Make-up, sondern Makeover. Ja, es gibt 4 Sterne auf jeden Fall. Ich hoffe, die anderen sind gleich fair genug und vergeben auch mal richtige Punkte. Ich habe das Gefühl, ich bin der Einzige, der immer gute Punkte vergibt. Ja, auf jeden Fall auch. Ja, wobei ich das andere eben besser fand. Das ist ja ein Roboter. Roboter. Aber ist auch schon gut, muss ich sagen. Ist auch schon gut. Und hier... Ja, nee. 1 Stern. Ja, wobei sie hat 2 Flügel. Ja, komm, hier. Nee, nee, 1. Doch, 1 Stern. Das ist mir zu gut. Es ist noch zu gut, muss ich sagen. Was ist mit ihr? Ja, auch nur 1 Stern. Ich verstehe schon, aber es sieht mir noch viel zu gut aus hier. So, jetzt bin ich dran. Hallöchen! Ich bin's! Die Gertrud! Oh, ich hoffe, jetzt schaffe ich es mal wenigstens. Ja, das ist eher so Weihnachten. Nee, gefällt mir nicht so. Ja, nee. Nee, 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 nee. Das ist nicht so mein Geschmack. So als Fail, da habe ich eben schon Schöneres gesehen. Okay, war es das schon? Okay, das war's schon. Mal gucken, ob ich jetzt wenigstens ein paar Punkte bekommen habe. Ich krieg zu viel. Ich bin schon wieder nicht das hässlichste Next Topmodel geworden. Ich bin schon wieder letzter mit 12 Punkten diesmal. Ja. So, letzte Runde. Ich hoffe, jetzt kommt mal ein Motto, wo ich ein bisschen, ne, ein bisschen hier was zeigen kann, was in meinem Model-Dasein so steckt. Deswegen gehen wir jetzt direkt in die nächste Runde. Wir sind in unserer letzten Kategorie für heute und die Kategorie heißt Storybook Character. Oh. Ja, ich könnte jetzt vielleicht irgendeine Märchenfigur nehmen oder so, ich weiß es nicht. Bin mir da relativ unsicher. Wir könnten natürlich auch als Harry Potter oder so durchgehen, aber ich versuch's. Nee, das ist ja kein Storybook Character. Oh, das ist ziemlich schwierig, muss ich sagen. Das ist gar nicht so einfach. Ich weiß es nicht. Oder hier ein bisschen Weihnachten. So als Weihnachts-Storybook. Ich weiß es nicht. Also da bin ich relativ unerfahren, Storybook-Charakter. Oder ich nehme irgendeinen Anwalt oder so. Ich weiß es ja nicht.
Oder soll ich Harry Potter nehmen? Komm, ich versuch mal Harry Potter. So, das könnte vielleicht das Oberteil sein. Ich brauche hier eine Schuluniform, ne? Ja, komm, ich versuch's mal. Wobei er für einen Harry Potter viel zu cool gerade noch aussieht. Ja, wobei ein Harry Potter, da sind die Haare eher im Gesicht, glaube ich, ne? So eher, ja. Nein. So. Das könnte auch irgendein Anime-Charakter wieder sein. Ja, egal. So, ich hatte Haare. Dann braucht er definitiv eine Brille. Kann man aber nicht so gut sehen, ne? Ja, wo? Für einen Harry Potter sieht er jetzt wieder auch viel zu cool aus, eigentlich. Was ist das für ein Schal hier mit einem Hund und so? Letztens auch schon. Und der ist ja eigentlich. Achso, Gryffindor, oder? Hat er die Farben hier? Ja, nee, wir brauchen eigentlich Rot. Gelb ist es, glaube ich. Hm. Nee, der Schal gefällt mir auch nicht. Ich gehe nochmal rüber in die VIP-Zone. Vielleicht haben wir hier noch irgendwas. Nein, ich glaube, ich bleibe so. Ja, ich weiß, es sollte eigentlich Harry Potter sein, aber das hat mit Harry Potter eigentlich absolut gar nichts zu tun. Der bräuchte so einen Umhang. Aber vielleicht erkennt ihr irgendeinen Storybook-Charakter, den ich nicht kenne und kriege dann Punkte dafür. Ah, guck, sie hat das sehr schön gemacht. Oh, sie hat es super gemacht. Die haben wirklich alle hier so... Ich hätte mich als Prinz verkleiden sollen. Die hat sich, glaube ich, als Aschenputtel oder... Ja, das ist sehr schön, aber ich glaube, die wird gewinnen. Na, egal. Wir gehen jetzt zur Fashion Show. Wir sind im Winter Wonderland. Und das ist die einzige Kategorie heute, wo wir nicht das hässlichste Topmodel finden müssen, sondern ein Storybook-Charakter. Also ich glaube aber, Märchen gehen auch. Deswegen bin ich da... Ja, das ist aber typisch, das ist Ariel halt wieder so ein bisschen. Ja, hier, I'm Ariel. Nee, das gibt nur einen Stern von mir. Aber das ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Storybook-Charakter. Das ist eher so Cartoon vielleicht wieder. Weißt du was? Ich schreibe jetzt auch hier hin. Harry Potter. Vielleicht erkennen die mich ja so. Keine Ahnung, ob es Sinn macht. Es sieht halt gar nicht nach Harry Potter aus, ich weiß. Fehlt auch die Narbe von Voldemort. Ja, guck hier, Rapunzel. Ja, guck, das ist schon wieder gar nicht so schlecht mit den Haaren. Das finde ich schon wieder richtig gut. Ich hätte auch eine Märchenfigur nehmen sollen. Ich hätte dabei bleiben sollen. Aber da dachte ich wieder an Fairy Tale und so. Ich denke manchmal viel zu weit. Wer soll das sein? Rapunzel, nö. Nö. Das gibt für mich keinen Stern. Nein. Da kannst du dich bewegen und tanzen, wie du willst. Nein. Meine Bewertungen sind 0 Punkte. Okay, die... Sag nicht, dass jetzt auch Rapunzel. Ich kann sie nicht erkennen. Also irgendwie kommt mir die bekannt vor, aber es könnte auch Elsa... Ja, wobei Elsa ist es nicht. Müsste ja auch so weiße Haare eher haben. Ist ja die Eisprinzessin oder Eiskönigin, glaube ich. Okay, wer soll das sein? Erkenne ich leider nicht wieder. I'm ugly, but I have a golden heart. Okay, das soll, glaube ich, irgendjemand sein, aber ich kann sie leider nicht wiedererkennen, deswegen gibt es nur einen Stern von mir. Ja, das ist halt sehr gut gelungen, ne? Das ist halt wirklich sehr gut gelungen mit dem blauen Oberteil. Wer ist sie? Ach hier, Schneewittchen, ja. Komm, das gibt sogar 4 Sterne. Ich glaube, sie gewinnt. Ich gebe 4 Sterne, weil ich denke, sie gewinnt. Und mit meinen Punkten definitiv. So, ich glaube, es geht jetzt zur... Ja. Wer ist das Topmodel hier? Ja, natürlich bin ich nicht dabei. Harry Potter ist natürlich nicht dabei. Wo ist Harry Potter gelandet? Ein moderner Harry Potter? Ja, dass Snow White gewinnt? Wow. Ich war gar nicht so schlecht. 13 Punkte. Naja, okay. Leute, das war Fashion Famous hier. Roblox Next Topmodel. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn es euch gefällt, Daumen hoch. Überhaupt kein Problem. Lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ha, ich hab dich gesehen. Du siehst anders aus als ich.
natürlich hier die ganze Spannung kaputt, Mann! Du bist gerade vor mir weggelaufen. Das war klar, dass wir uns irgendwie mal über den Weg laufen. Nein! Hey Leute! Was geht? Keine Bild! Nina, hallo! Hallöchen, Nina! Na, alles klar? Alles gut! Ja, wir sind hier wieder bei Fashion Famous und wir haben heute mal wieder eine tolle Challenge vor. Beim letzten Mal hatten wir 24 Stunden nur blaue Outfits und heute werden wir mal die Twin Telepathy Challenge hier bei Fashion Famous versuchen. Und zwar, Nina, haben wir heute das Thema I want to rule the world. Wir gehen hier direkt hier rechts in diesen Bereich rein. Okay. Und es sieht so aus, die Twin Telepathy Challenge wird so ablaufen, dass du jetzt eine Farbe aussuchst. Mhm. Und wir nur in diesem Bereich unser Outfit zusammenpacken. Natürlich, Haare und so wird ein bisschen schwieriger, aber du sagst jetzt eine Farbe. Ja. Und wir versuchen danach unser Outfit zu machen. Ich sag pink. Pink. Okay. Es muss ja aber noch zu oben ein bisschen passen, ne? I want to rule the world, ja. Yeah. Ja, ich muss auch Nina verstehen, aber ich versuch's mal. Ich versuche auch nicht zu gucken, ne? Also versuch bitte nicht bei mir zu gucken, sondern wenn du dich für was entschieden hast, dann ist es auch fertig. Aber es ist auch irgendwie schwierig. Also, I want to rule the world kann ja wirklich alles heißen. Ja, ich glaube, ich weiß, was du im Kopf haben wirst, Nina. Deswegen habe ich mir hier schon ein Outfit geholt. Hosen? Wo sind die Hosen? Gibt immer voll wenig Hosen nur. Augen und so ist ja klar, ne? Ich finde keine passende Hose. An Effekten und so kannst du dir natürlich auch holen, was du willst, ne? Aber es geht erstmal um das grobe Outfit, was wir immer vorne rechts sozusagen auswählen. Mhm. Ja, muss ich so eine Jeans nehmen? Es gibt ja irgendwie nur drei Hosen gefühlt. Ich habe gerade noch keine Schuhe. Wollte ich nicht. Gott, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ne, Nina? Mal gucken, ob wir zumindest in unseren Outfits Zwillinge sind oder nicht. Passt irgendwie nicht. Wir können natürlich auch mal eine Folge versuchen, wo wir beide das gleiche anziehen, also komplett gleiches Outfit haben. Und mal gucken, wie wir beide abschneiden in der jeweiligen Runde. Nein, ich wollte die Schuhe nicht. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich werde nicht fertig. Hä, warum habe ich denn jetzt auf einmal einen Hut auf? Was ist da irgendwo drauf gekommen? Okay, aber sonst geht's bei mir eigentlich. Mal gucken, ob wir es schaffen, Nina. Ich wage es zu bezweifeln. Wir werden auch definitiv eine Runde als Jungs mal machen. Schwierig hier, voll. Mein Motto kann ich leider schlecht umsetzen irgendwie, weil mir da was fehlt. Findest du? Ich finde, ich kann mein Motto ziemlich gut umsetzen. Ein wichtiges Accessoire. Ich bin so eine kleine Diva, weißt du? So Papas Liebling, ich bekomme alles. I want to rule the world. Ja, mal gucken. Okay, so das ist Runde Nummer 1 der Twin Telepathy Challenge hier bei Fashion Famous. Ich glaube, wir haben komplett andere Sachen. Warum weißt du das? Ich glaube, ich habe so ein Gefühl. Weil Diva bin ich zum Beispiel gar nicht. Nein? Nein. Oh, dann habe ich hier Nina hier komplett falsch eingeschätzt. Okay, ich sehe es ja jetzt bei Nina. Ich wollte erst so auf Sportlerin gehen, aber dann habe ich nur eine pinke Gitarre gefunden. Eigentlich wollte ich einen Fußball oder sowas haben. Nina, deswegen bin ich jetzt eher in die Richtung Rockstar. Ich glaube, also was dieses Thema angeht, sind wir definitiv keine Zwillinge. Habe ich ja gesagt. Jetzt schon sagen. Hatte ich schon ein Gefühl, da kommst du. Nein. Bei Kahn geht's eher so in die Richtung Zauberei, bei mir geht's eher so darum, so was zu erreichen. Also so für sich persönlich, so seine Träume zu verwirklichen. Haben wir ein bisschen anders aufgefasst, das Thema. Ja. Oh Gott. Ihr habt auch eine Gitarre. Was habt ihr denn alles mit Gitarren jetzt auf einmal?
Einen auf Miley Cyrus oder so? Rockstar, einer Montana? Jetzt ist ein bisschen so düster, aber wobei so... Ja, eher so... Rockmusik? Ja. Hä? Der hat den gleichen Pullover wie ich, aber ansonsten... Verstehe ich das jetzt nicht ganz. Am Thema vorbei? Ich weiß es nicht. Ja. Ah, das ist dann eher so prinzessinmäßig. Oh, dieses Glitzerding ist echt cool. Ja, finde ich auch. Den kriegt sie 3 Sterne von mir. Aber mir darf die ja hier auch nicht zu gut bewerten, ne? Weil sonst hat man selber keine Chance. Oh ja, wie ein richtiger Bösewicht. Ja, mir gefällt das Outfit nicht, aber trotzdem kriegt er auch 3 Sterne von mir, weil... Ja. Ich finde, er hat es richtig gut getroffen. Wie so ein Herrscher, ne? Ja. World. So ein böser Herrscher, ja. Ein böser König. Ich glaube, ich werde nicht auf dem Treppchen landen. Ja, abwarten, abwarten. Du weißt, einiges macht hier nicht so viel Sinn immer. Ja, auch so Herrscherin, aber irgendwie fehlt mir da... Da fehlt mir irgendwie was. Okay, mal gucken, wie es gelaufen ist. Ich hab ja gesagt, ich bin nicht dabei, du auch nicht. Keiner von uns. Nee. Mann! Also mit der Twin Teleportation wird es ja echt schwierig. Ich glaube auch. Oh, ich habe sogar 1 Punkt mehr als Nina bekommen, zumindest. Ja, ich bin auf dem 3. übrigens. Ja, ich bin 4. nur. 5. Okay, Nina, wie wäre es, wenn wir jetzt mal ein Outfit für Jungs machen? Mhm. Das heißt, wir gehen links direkt rein gleich. Okay. Und ich sag jetzt schon Farbe Gelb. Mhm. Mal gucken, ob wir was in Gelb finden werden. Okay, für Jungs in Gelb. Gelb, ja. Bin mal gespannt. So, müssen wir erst noch unsere Statur auswählen oder egal? Kann man das später auch noch machen? Ja, ich glaube, ja, ne? Du musst sie auswählen. Ja, kannst du auch. Du kannst ja auch so Muskel... ja, dann mache ich das später, glaube ich, nachdem ich was angezogen habe. Ja, kannst du machen, wie du willst. Bei mir geht's... Obwohl, nee. Doch, ich schau. Bin gespannt. Me too. Sweet. Da passt doch Gelb eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ja. So ein Sonnenschein. So ein Schwiegersohn-Traum. Oder vielleicht haben manche auch so Süßigkeiten-Outfits an. Was? Vielleicht haben manche auch so Süßigkeiten-Outfits an. Ja, das kann sein. Ich hänge wir gehen jetzt hier gegenüber rein und ich sage Gelb, Nina. Gelb? Du bist gerade an mir vorbeigelaufen, ich habe dich nicht richtig gesehen, das war schon wieder. Hä? Nee, ich hätte was gehabt. Gelb? Hätte ich das hier angezogen? Was ist das? Achso, du meinst ja, man muss bei dem Outfit bleiben, ne? Gut, ich habe jetzt meinen Pullover schon. Kann man nicht die Farbe ändern von den Hosen? Sieht irgendwie nicht gut aus. Ja, ich glaube, ich lasse es. Voll schwer. Ich finde auch bei den Männern haben die nicht so ausdrucksstarke Gesichter irgendwie. Ja. Ha, ich habe dich gesehen. Du siehst anders aus als ich. Die ganze Spannung kaputt, Mann! Du bist gerade vor mir weggelaufen. Es war klar, dass wir uns irgendwie mal über den Weg laufen. Nein! Passt leider nicht, obwohl ich es ganz cool finde. Naja, mal schauen. Und gleich, Nina, würde ich mal sagen, wir bestimmen nur eine Farbe und sonst können wir machen, was wir wollen. Okay. Jede Runde ist also ein bisschen anders. Ganz einfach ist das hier mit der Twin Teleportation Challenge bei Fashion Famous nicht. Weil wir halt nicht jede Runde irgendwie was zum Auswählen haben, sondern. Ja. Sondern nur eine große Runde uns immer nur zur Verfügung steht. Deswegen haben wir das so ein bisschen modifiziert. Nee. Aber gut. Nee. Ja,
Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal direkt zur Fashion Show. Mal gucken. So. Wir sind im Wald. Na das, naja. Wobei, das sieht echt komisch bei dir aus. Das bin ich? Bist du das ja, ne? Ja. Wieso, das ist doch sweet, Mann. Ich bin ein cuter Boy, der mit einem Girl Eis essen geht oder so. Naja, es geht. Ich hätte auch erst eine Brille, aber ich habe keine schöne gefunden. Ja, das sieht doch süß aus. Ich bin mal gespannt auf dein Outfit, aber so wie es aussieht, haben wir schon wieder nicht den richtigen getroffen. Nein, jetzt kommt meins. What? Spring is here. In der Game by Twin. Ja, diese großen Kulleraugen sehen schon ganz süß aus eigentlich. Ja, aber wir haben es wieder nicht geschafft, Nina. Nee, wir haben trotz dessen, auch wenn wir die Farbe durchgeben vorher, nein, nicht derselbe Gedanke. Guck, das habe ich nämlich auch gedacht, dass manche Leute sich eher so wie Süßigkeiten verkleiden. Ja, aber das sieht ein bisschen, weiß ich nicht. Das gefällt mir nicht so, weil die Augen sind so schrill, ja, mit den Herzen. Das sieht so ein bisschen Herzen. Creepy aus schon. Ja. Hm. Vielleicht landen wir zumindest mal hier zwischen den auf den ersten drei Plätzen. Okay, der versteht unter Sweet wahrscheinlich irgendwie nur so Bodybuilder. Es gibt keinen Stern von mir. Nee, der hat auch kein Outfit. Also der vielleicht startet nicht genauso wie er angefangen vielleicht hat. Vielleicht ist er auch zu spät dazugekommen. Kann auch sein, kann sein. Trotzdem aber muss ich natürlich der Jury nicht stellen. Deine Leistung. Sweet. Sweet Tooth? Ja, das ist, dass man auf Süßigkeiten steht. Ja, ich finde das auch. Das ist schon süß. Also das Gesicht sieht schon süß aus. Das Lächeln, sagen wir mal so. Der sieht irgendwie creepy aus mit dem Mund. Ja, es geht. Das gefällt mir auch nicht. Die sieht aus wie ihr T-Shirt. Wie das T-Shirt. Ja. Ne? Oder wie ihr Shirt halt. Aber es hat nicht so ganz gepasst. Muss ich ehrlich gestehen. Nee. Aber ich glaube, wir sind schon wieder nicht auf dem Treppchen. Ich habe das im Gefühl. Ich hoffe, vielleicht Nina. Nein. Ich glaube, wir losen mit Twin Telepathy ab. Yay! Oh, auf dritten Platz! Nice! Ja. Sweet! Mit Sweet. Dead Spring ist sweet. Hier. Sweet mit Z. Vorletzter. Oh, 13 Punkte sogar. Ja, Nina ist abgelost diesmal in der Runde tatsächlich. Das tut mir nicht gut, diese Twin Telepathy. So, Nina, such dir eine Farbe aus und dann ziehen wir uns gleich um, wie wir wollen. Okay. Starting a new game. So, ich warte jetzt erstmal das Thema ab, damit ich die Farbe sagen kann. Clothing. Welcome to Fashion Famous. Oh, Famous Celebrity. Ich sag weiß. Weiß. Okay. Gut. Und dann müssen wir erraten, als welche Celebrity man sich verkleidet hat. Also alles in Weiß dürfen wir jetzt machen. Gar nicht so einfach. Was ist das? Oh, das passt eigentlich, aber das sieht richtig schrecklich aus, muss ich sagen. Ich sehe auch voll komisch aus. Nein, ich habe eigentlich was gefunden, was perfekt zu der Person passen würde. Dann würde man direkt wissen, was das ist, aber das sieht einfach nicht schön aus. Das passt nicht. Gut. Okay, ich glaube, ich bin sogar fast schon soweit. Ja. Aber vielleicht haben wir mit Nina ja an die gleiche Person gedacht. Wer weiß. Ich verstecke mich jetzt einfach hier irgendwo, damit Nina mich nicht finden kann. Mann, 29 Sekunden und ich habe hier gerade voll Fail.
wie immer mal wieder. Ich glaube, es ist sehr schwer zu erraten, aber mal gucken. Wir sind in New York! Oh, passt sogar bei mir. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir! Das gefällt mir! Aber wir müssen uns erraten, was der andere ist, ne? Ich müsste heute eigentlich gewinnen. Und wenn jetzt noch Nina das gleiche Outfit etwa hat wie ich, dann finde ich, ist das der Jackpot. Na, wer bin ich? Ich hätte erst sogar Christina Aguilera oder so, aber nein. Kurze Haare, kurze blonde Haare. Hier eine von den Kardashians oder so? Nein, Marilyn Monroe? Doch. Marilyn Monroe! Ich hätte gesagt, Khloe Kardashian. Nein, die lebt zwar nicht mehr, das ist von früher. Sogar noch vor eine Stilikone aus den 50ern. Ja. Hä? Okay. Nein. Haben wir denn das gleiche Outfit wenigstens, Nina? Nicht oder? Ganz. Mann! Also was Fashion angeht, sind wir definitiv keine Zwinge. Guck, hier auch! Marilyn Monroe. Auch. Alleine deswegen gibt's schon von mir 4 Sterne. Ist mir egal, zumindest eine Marilyn Monroe muss es geben. Siehst du? Mit ihr hätte ich die Twin Telepathy Challenge machen müssen. Ja, stimmt. I did not know this one. Ja. Das was bringt das? So. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Soll es der Snapchat-Filter sein? Von früher? Weiß ich nicht. Kann sein. Okay. Wer soll What's das wrong denn with sein? You? Wenn es wenigstens so Ariel oder so wäre, ne? Ich meine, das ist ja gar nicht. Gar nicht. Fiktiver Charakter, bei diesem aber das Outfit ist ja nichts. Passt einfach absolut nichts. Ne. Fail. Das könnte hier so eine Kardashian sein, vielleicht. Ja, aber welche ist blond? Nehmen nicht mal alle irgendwann blond. Irgendwann waren sie alle blond. Kardashian hat zwischendurch auch mal blond, glaube ich. Schade, dass sie nicht sagt, wer sie sein soll. Ja. Jetzt komme ich. So. Oh ja, nee, wir haben ja gar nicht. Nee. Wer soll das sein? Ariana Grande! Ah, okay. Ja, stimmt. Das Outfit geht zumindest in eine richtige Richtung. Also, ich meine jetzt, was die Twin Telepathy Challenge angeht. Ja. Dann hatten wir fast das gleiche, aber gut. Alles andere war halt. Das könnte so Bibi's Beauty Palace sein oder so. Pinke Haare? Wer denn pinke Haare? Ja, okay. Hat sie jetzt Nicki Minaj oder so? In die Richtung? Stimmt! Mir gefällt mir aber nicht. So, mal sehen. Ja, gucken, wie es in der letzten Runde hier ist bei unserer Twin Telepathy Challenge von Fashion Famous. Vielleicht schaffe ich es ja mal aufs Podium. Ja! Marilyn ist sehr gut angekommen anscheinend. Yes! Aber du bist auch auf dem dritten, Nina. Ja, nicht schlecht. Endlich sehr mal. Gut. Endlich. Oh, 14 aber Punkte. Wow! Yay, ich hätte sogar freue mich richtig. Leute, wenn es euch gefallen hat heute bei der Challenge hier und bei Fashion Famous, gerne einen Daumen nach oben, wenn es gefällt, Daumen nach unten, überhaupt kein Problem. Also uns hat es sehr Spaß gemacht, wobei ich muss sagen, das mit der Farbe hat mir ein bisschen besser gefallen, weil da waren die Chancen ein bisschen höher, das gleiche zu haben. Ja, auf jeden Fall. Naja, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Hey Leute, was geht? Kanye West Rebels und Games und Leute, willkommen zu einem neuen Roblox Video und willkommen zu einer neuen Challenge hier bei Fashion Famous. Und zwar werde ich heute meine Farbe hier aus diesem Glas ziehen. Das heißt, heute entscheidet das los, welche Farbe ich anziehe. Challenge, ne? Bei Fashion Famous. Und wir schauen uns erstmal die Rubrik an und dann ziehe ich das hier. From the Ocean. Oh, da wäre natürlich blau super. Muss es aber nicht unbedingt. Gucken mal, wir spielen 3 Runden. Runde Nummer 1 ist, lila. Okay, werden wir aber schaffen. Okay, From the Ocean in lila, also okay, das kriegen wir hin, Leute. Hier bei Fashion Famous. Habe ich lange nicht mehr gespielt, aber es wird mal wieder Zeit. From the Ocean ist ja ganz klar, dass wir als Meerjungfrau gehen werden. Könnte aber ein bisschen problematisch. Warte, ich muss erstmal hier. Okay, besser. So, lila hatten wir gesagt, ne? Okay. Könnt natürlich so ein Oberteil anziehen. Oh, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Ist ja auch ein lila Oberteil. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, ich glaube nicht ganz. Schuhe brauchen wir ja nicht.
Ich könnte natürlich sowas hier. Oh ja, das sieht viel besser aus. Hm. Nein, das passt diesmal nicht. Natürlich, ich will mal ein bisschen was anderes. Okay, das heißt, ich kann mich eigentlich länger um meine Frisur heute kümmern, was mir doch sehr, sehr gefällt. Aber lila ist hier, glaube ich, auch nicht so wirklich. Ja, wobei, sowas hier aber... Nee, das gefällt mir nicht. Ich glaube, wir bleiben bei den Augen. Könnten wir... Oder sowas, was so eher... Ich glaube, da... Wobei, hier haben wir auch noch ein bisschen. Das sieht aber auch nicht so schön aus. Gefällt mir nicht. Ich bleibe erstmal hierbei. So, wir müssen uns erstmal eine schöne Frisur holen. Am besten natürlich eine lila Frisur. Haben wir denn eine lila Frisur? Ja, ich weiß nicht. Ist das eher so... Ja, es geht von lila... Ja, doch. Ich glaube schon. Oder eher so... Warte. Wir gucken mal. Sieht es hiermit aus? Ja, aber das... aber das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Die ist... Das ist zu lang. Ich glaube, hier, das können wir nehmen, oder? Das ist doch so ein bisschen... Ich glaube schon. So, dann brauchen wir hier natürlich noch tolle... Effekte. Also da wir aus dem Wasser sind, brauchen wir natürlich irgendwie so Blubber oder so. Ich glaube, das haben wir hier aber auch. Ja, da. Ja, perfekt. Sehr gut. Wollen wir vielleicht noch was mitnehmen? Hier sowas. Ja, guck mal, auch in lila. Also bisher, die lila Farbe ist okay. Vielleicht können wir damit bei From the Ocean sogar was... gewinnen, aber die Augen, die gefallen mir noch nicht. Das Make-up und so, das ist noch nicht ganz das, was ich haben möchte. Vielleicht eher sowas. Auch wenn das, ja, das ist eher ein bisschen pink, aber bei den Augen, finde ich, geht das noch. Oder sowas hier. Nee, ich finde das schon. Sieht sehr, sehr gut aus. Okay, ich glaube, ich habe mein Outfit für From the Ocean gefunden. Mit der Farbe Lila heute, was los entscheidet. Ich denke, das kriegen wir hin. Ich finde, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich müsste den ersten Platz eigentlich machen, aber wir kennen Fashion Famous und die Community. Ich gehöre ja dazu. Wir vergeben eher selten 5 Sterne. Aber mal schauen, vielleicht klappt es diesmal. Wir starten, wir warten jetzt nicht die 50 Sekunden, also ihr nicht, sondern wir starten direkt in der Fashion Week. Let's go! Okay, wir sind auf der Fashion Week in, ich glaube, Seoul in Südkorea. From the Ocean, so sieht das aus. Nee, gar nicht. Nein. From the Ocean könnte natürlich auch... Wobei, vom Strand, nein, so verstehe ich das nicht. Dann wäre es From the Beach. Deswegen gibt es da auch nur einen Stern. Tut mir leid, nicht das Thema getroffen. Gar nicht. Da muss ich fair bleiben, auch um zu gewinnen. Da bin ich. Hallöchen. Ich finde, es sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Ich finde, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja. Gut. Ja, es sieht ein bisschen aus wie Ariel, ne? Ja, das gibt definitiv 3 Sterne, aber auch nicht perfekt. Ich finde, die Farben passen nicht so ganz zu 100%. Deswegen gibt es nur 3 Sterne. Und das mit der Flosse, das ist ja ziemlich easy. Das habe ich ja auch gemacht. Aber deswegen gibt es auch die 3 Sterne. Gut. Okay. Vielleicht machen die gerade auch eine Challenge, nur mit Rot. Ja, komm, 4. 4. Das gibt 4 Sterne. Ich bin, ja, weil mir das Konzept gefällt. Ne, das ist wie bei mir. Nur lila, nur rot. Ist ja natürlich cool, wenn wir gleich irgendwie auf dem Podest stehen. Oh, guck mal, die auch nur. Ah, wobei das hier oben... Ja, es gibt nur 3 Sterne. Okay, das war schon. Und, wie sieht's aus? Yay! Zumindest auf dem 2. Platz. Warum sie auf dem 1. Platz gelandet ist, keine Ahnung. Aber, yay, ich habe mit der Farbe Lila... Habe ich gar nicht so viel Pech gehabt. Ich bin 2. geworden bei Fashion Famous. Mit 14 Punkten sogar. Wow. Okay, wir waren zwar nur zu 4, aber trotzdem. Gut, Leute. Wir schauen uns erstmal nach der kurzen Pause hier bei Fashion Famous, schauen wir uns die nächste Rubrik an und dann ziehe ich das los. Mal schauen. Okay, was für ein Thema haben wir denn? Starting a new game. Komm schon, ich brauche das Thema. Okay, Crazy Face mit der Farbe. Welche Farbe hat das Outfit?
Pink! Okay, auch wieder eine gute Farbe. Lila, Pink, fast schon das gleiche. Aber Crazy Face. Hm. Okay, wir sind wieder nur... Da, diesmal sind wir zu fünft. Okay. Ich gehe natürlich bei Fashion Famous, warum ihr euch jetzt fragt, okay, warum gehe ich als Mädchen? Einfach, weil das hier mehr Chancen... Hier hat man mehr Chancen. Ist einfach so. Okay, Crazy Face. Pink, ne? Pink, 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 pink. Okay. Ja, das ist so... Ja, wobei, es gefällt mir noch nicht. Ja, das ist mir ein bisschen zu viel vielleicht auch schon. Ja, das ist mit... Ja, wobei, das ist schon fast pink, aber wir haben hier was Blaues drunter. Geht das? Ja, nee, gefällt mir doch nicht so. Gefällt mir nicht so. Vielleicht hiermit. Ich sollte, glaube ich, mal alle Klamotten loswerden. So, was noch? Kann ich die Jacke hier drüber ziehen noch? Ja, ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, Crazy Face, ne? Aber ich... Obwohl, dann gehe ich mal rüber, wo wir eben waren. Die Haare können eigentlich nochmal die gleichen sein, oder? Ich finde, damit hatte ich relativ gute Chancen. Ja, ich finde, lila, pink geht, weil wir haben hier ein bisschen lila, ein bisschen pink. Ja, ich finde, die Farbe, die geht auf jeden Fall. Okay, Crazy Face könnten wir natürlich... Was? Oder? Was? Ja, das ist doch hier mit. Ist das eine Biene? Ja, wir machen mal das. Dann wir wenigstens das Thema haben. Okay, aber vielleicht habe ich ein anderes pinkes Outfit. Ich guck mal hier, ja. Das hier würde vielleicht noch gehen. Aber ich finde das Outfit, was ich gerade habe, gar nicht so schlecht. Deswegen bleibe ich, glaube ich, auch dabei. Diesen Effekt hier noch. Ja, das sieht super schön aus. Und eine Tasche vielleicht noch. Ha? Ja, eine Tasche wäre gar nicht so schlecht. Und es gibt sogar eine pinke Tasche. Ja, perfekt. Sehr gut, Leute. Ich mache mir hier ein Foto kurz. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Okay, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Aber die brauche ich hier eigentlich nicht zu nutzen. Wie sieht denn eigentlich so ein Hut aus? Können wir ja mal... Harry Potter. Das war vielleicht Hermine. Nein, ich glaube nicht. Okay, haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier benutzen können? Gucke mal gerade. Ja, nein, ich glaube nicht. Wobei so ein Hut vielleicht in Pink. Ah, ist natürlich auch nicht so schlecht, ne? Das nicht, aber vielleicht könnten wir so ein Halstuch... Ja, ich finde das gar nicht so schlecht, oder? Ja, das finde ich auch ganz. Das finde ich auch schön. Das finde ich auch schön. Ja. Ich bleib dabei. Vielleicht hole ich so wieder den ersten Platz heute. Doch, ich finde, es ist sehr, sehr schön, Leute. Es ist mir gelungen. So, und wir gehen jetzt mal wieder zur Fashion Week. Vielleicht diesmal in Paris. Wer weiß. So, wir sind in Miami. Okay. Alles klar. Die Jury ist auch wieder da. Ich habe diesmal auch einen Spruch vorbereitet. Vielleicht kann ich so ein bisschen... Okay, das funktioniert gar nicht. Nein, keine Sterne. Das funktioniert nicht. Du hast was verpasst. Ich glaube, die war gerade nicht dabei. Das heißt aber, vielleicht kriege ich auch keine Punkte. Das könnte schwierig werden. Hm. Warten wir mal ab. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall Crazy Face. Auch wenn es mir nicht gefällt, aber es ist definitiv ein Crazy Face. Das Outfit sonst 3 Sterne deswegen. Okay, jetzt bin ich. Und? So, vielleicht kriege ich sie so, dass ich eine Challenge mache. Wer weiß. Es passt auf jeden Fall hier zu Miami. Hier ist ja auch vieles so pink. Okay, ja, auch Crazy Face, aber das Outfit gefällt mir nicht so. Die haben natürlich übertrieben mit ihren Gesichtern. Natürlich Crazy Face. Aber normalerweise läuft das nicht so bei Fashion Famous hier bei Roblox. Ich bin gespannt. Ja, auch crazy. Ja, das passt schon ein bisschen mehr. Wir machen mal 3 Sterne. Okay, vielleicht klappt es diesmal bei Pink. Sie hat schon wieder das gleiche Outfit. Schon wieder das gleiche Outfit. Ja, es gibt nur 1 Stern. Das ist wieder das gleiche Outfit. Das gefällt mir nicht. Das hatte sie eben auch an. Und eben ist sie damit Erster geworden. Ich hoffe, diesmal ist es nicht so.
Ja, weiß ich nicht. Gefällt mir nicht. Okay. Siegerehrung! Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin noch nicht mal ansatzweise dabei. Oh. Ich fand, ich habe das so gut gemacht. Ich will mal gucken, wie viele Punkte ich bekommen habe. Ich bin Letzter? Das finde ich fies. Ja gut, ich hatte kein Crazy Face, aber... Egal. Das große Finale. Die letzte Farbe. Welche wird das sein für mein Outfit? Wir werden es sehen. Gut. Letzte Runde. Letztes Los. City Life. Okay, City Life mit der Farbe. Ganz ruhig. Blau. Okay, blau, blau, blau. Gut. Dann schauen wir mal. City Life blau. City Life blau. Soll ich es mal in dieser Runde so versuchen? Also wir haben hier sowas. Dann brauchen wir ein blaues Oberteil noch, ne? Das passt natürlich super hier zu Weihnachten. Ah, nee, es gefällt mir nicht das Outfit. Soll ich es mal hiermit versuchen? Komm, ich versuch's mal hiermit, damit wir ein bisschen was anderes haben. Weil ich könnte natürlich auch rübergehen. Das mache ich vielleicht. Ist ja so ein bisschen blaues Outfit. Haare gefallen mir nicht. Aber wir gehen mal hier rüber. Hier haben wir auch noch ein bisschen was. Könnt natürlich sowas hier probieren. Ist ja auch blau. Ja, probieren wir. Finde ich passt ganz gut gerade. Ist doch City Life, oder? Ja, finde ich schon. Ja, nee. Das passt nicht so. Guck mal. Nein, das finde ich nicht so. Also ich finde, es passt gerade nicht so. Ich guck mal hier nochmal nach blauen Outfits. Ob wir hier vielleicht was haben. Ja, aber nicht was, was mir gefällt. Hier so türkis. Nein, ich bleib dabei. Ich bleib dabei, ich bleib dabei. Ich muss mir nur noch was anderes für mein Gesicht überlegen. Ich finde, das sieht irgendwie, das passt irgendwie nicht. Ich finde das hier noch so. Das oder das? Ich glaube das. Oder? Oder vielleicht sowas hier. Ja, auch gut. Oder sowas. Ja, ich bin traurig. Ich finde das ziemlich gut. Das? Das sieht auch süß aus. Nein, ich nehme das, glaube ich. Ja, das gefällt mir am besten. Okay, Leute, mal gucken, ob wir bei der blauen Farbe hier ein bisschen besser abschneiden heute. Falls meine Stimme ein bisschen angeschlagen klingt. Ich bin ein bisschen krank. Also, ne, jetzt im Laufe des Videos, ihr merkt es. Wie dem auch sei, wir gehen zur letzten Fashion Week für heute. Okay. Wir sind in London bei der letzten Fashion Week für heute. Bei der Challenge, das Los entscheidet unser Outfit. Okay. Dann wollen wir mal. Ja, ist schon ziemlich gut. 3 Sterne. Ist ziemlich gut. Auch mit dem Regenschirm und so. Passt sogar super zu London eigentlich, ne? Weil da regnet es ja wirklich sehr, sehr oft. Okay, jetzt bin ich. Ja, ich bin ein bisschen traurig. Ja, ich würde sagen, von den 3 Outfits ist das hier noch das schlechteste. Aber es ist blau und das passt. Gucken, wie es bei den anderen aussieht. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja, wobei, das ist eher... Ja, doch, könnte auch sein. Komm, 3 Sterne. Aber die Brille ist ein bisschen too much. Sonst finde ich, ist das Outfit eigentlich sehr gelungen. Weil sonst ist es eher sowas Winterliches, ne? Mit dem Fell hier auch. Ja, 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 ja. Okay. Okay, die hat schon wieder so... Die hat immer fast die gleiche Brille und sowas. Auch wieder Regenschirm. Ja, komm, 2 Sterne. Ja, wobei, komm, ist es besser, 3 Sterne. Ich muss ja unabhängig jede Runde, ne, entscheiden. Hm, ja. Nee, gar nicht. Das gefällt mir gar nicht, das Outfit.
Also ich sehe es mit Pink und mit dem hier Einhorn und sowas, mit dem Schwert. Aber, weiß ich nicht, gefällt mir nicht das Outfit. Tut mir leid. Kann ich nicht ändern. Da bin ich, muss ich fair bleiben. Okay. Komm, bei Marshmallow 2 Sterne. Sieht's hier aus? Ja. Ja, komm, 3 Sterne. Ist okay. 3 Sterne. Ist in Ordnung, das Outfit. Ist mal was anderes. Finde ich okay. Finde ich gut. Das bei den Haaren war ein bisschen, bei den Haaren war ein bisschen komisch. Ich glaube, das war's. Okay, okay. Letzte Runde, Leute. Schwierig. Konkurrenz ist riesig. Natürlich habe ich es wieder mal nicht geschafft. Natürlich nicht. Ich bin nur gespannt, auf welchem Platz ich gelandet bin. Bitte nicht wieder auf dem letzten. Bitte nicht auf dem letzten. Natürlich auf dem letzten. Also diese Challenge hier war, ist heute nicht so gut gelaufen. Leute, wenn ihr trotzdem Spaß hattet und wir sowas öfters machen sollen, oder ich, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht so gefallen hat, gerne einen Daumen nach unten, überhaupt kein Problem. Gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren, alles kostenlos bei uns, wisst ihr. Bis jetzt beim nächsten Mal. Ciao. Oh nein. Bist du jetzt nicht fertig geworden? Ich habe mich, oh, ich habe noch gar keine Klamotten und so an. Oh nein. Hallo ihr Lieben! Was oder geht? Hey Leute! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spielt mir Apps und Games. Ich bin schon wieder in einem Mischmasch von 2 verschiedenen Begrüßungen, die wir standardmäßig hier machen. Nichtsdestotrotz sind wir bei Fashion Famous wieder, Kahn und ich, und streiten uns heute wieder um das schönste Outfit. Ja, wir streiten uns wieder darum, wer Roblox Next Topmodel wird. Genau. Und das Thema kommt gleich erst. Wir wissen noch gar nicht Bescheid. Ja, es kommt jetzt sofort und zwar... Ne, ich glaube, jetzt kommt erstmal die Begrüßung standardmäßig. Ja. Bla 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 bla. Ja, beim letzten Mal, weiß ich gar nicht, da waren wir beide ja relativ gut dabei, ne? Also wir haben beide jeweils einmal, glaube ich, den ersten sogar geholt. Genau, wir hatten Beyond Beautiful, war ja das... Jetzt schon wieder 11, das hatten wir doch schon letztes Mal, oder nicht? Hatten wir schon mal, ne? 11, ja. Na gut. Ich erinnere mich an mein Outfit, ehrlich gesagt, nicht... Obwohl... Ich hatte so ein Weihnachtsoutfit. Ich war eher so ein Weihnachts-Elf. Stimmt. So ein Weihnachtself. Pro Roblox Next Topmodel Folge werden wir immer 3 Rubriken durchgehen. Und das ist Rubrik Nummer 1, 11. Oder Thema Nummer 1. Ich könnte natürlich diesmal so ein Weihnachtself mal sein. Aber als. Warst du auch letztes Mal schon? Ja, aber ein männlicher. Ich war letztes Mal so eine weibliche. Achso, ein männlicher Weihnachtself. Ich dachte gerade, hey, wie, das ist doch kein neues Ding. Das hast du auch letztes Mal schon. 11. Ich würde ganz gerne eine bunte Hose haben, aber die finde ich hier gerade nicht. Nun gut, ist ja nicht schlimm. Ja, wobei, als. Ich finde es voll schwer, die haben echt nicht so schöne Klamotten irgendwie, finde ich. Die man als Elf anziehen kann oder Elfe. Titt ist ein Engel. Titt ist ein Engel. Achso, wir sind hier Boys-Sachen. Boys. Ja, ich bin mit meinen Klamotten echt noch... Bist du das? Nee, warte mal. Nee, das bist du gar nicht. Aber hättest du sein können. Ja, war ich in deiner Nähe? Dachtest du welche? Das sah aus wie ein männlicher Weihnachtself, weil du ja gerade davon geredet hast. Das gibt es doch nicht. Ich brauche. Eine Röcke gibt's doch hier auch irgendwo, oder? Ja, muss mal gucken. Ich weiß aber nicht, wo. Boah, ich hab keine Ahnung, wie ich mich. Das passt zwar absolut nicht, aber ich nehme das jetzt einfach mal mit. Bin gespannt, was das war. Wenn ich damit jetzt schon wieder Punkte bekomme, ne? Ich wette, damit werde ich sogar auf dem 2. Platz landen. Ernsthaft? Ich habe wieder so ein... Das hat mit 11 nichts zu tun, aber es erinnert mich sehr stark an Weihnachten. Deswegen habe ich das jetzt einfach genommen. Du bist schon voll in Weihnachtsstimmung, ne? Ja, sowas von. Das glaubst du gar nicht. Also ich freue mich auch, ne, so richtig, wenn es mal so richtig eiskalt wird und wir hoffentlich mal dieses Jahr im Dezember bei uns hier in Bielefeld mal ein bisschen Schneefall haben. Ja, aber das endet oftmals in so einem Schneechaos, finde ich.
Dagegen habe ich nichts. So total übertrieben. So, dann muss man zu Fuß nach Hause gehen, weil nichts nicht, mehr fährt. Da habe ich nichts gegen. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Ja, mein Outfit passt eigentlich absolut nicht zum Elf, aber ich finde das Thema einfach langweilig. Ich fand es letztes Mal auch schon nicht schön. 45 Sekunden. Wo gab's denn diese hier? Warum krieg ich denn den Kopf weg? Warum krieg ich den Kopf nicht weg? Achso, so, okay. Ich versuch's jetzt nochmal. Wie so extra Heads? Ich hab doch gar kein Head. Wie? You always to allows you to wear an extra two heads. Ich hab. Die Haare zählen noch nicht als. Achso, oder sind die Flügel ein Head? Irgendwie keinen Sinn, 13 Sekunden. Da muss ich wohl noch mal. Nein, ich schaffe es nicht. Ich dachte, ich schaffe es. Oh nein! Bist du jetzt nicht fertig geworden? Nein, ich hab noch gar keine Klamotten und so an. Oh nein! Ich denke, das könnte letzter Platz für Kahn sein. Oh. Ich mache auf jeden Fall ein Foto von dir fürs Thumbnail. Ich dachte, ich hätte noch anhast. Genügend Zeit und wollte was machen und dann ist dabei. Oh, dann habe ich gesehen, habe ich nur noch 10 Sekunden Zeit. Oh, das war ja voll der Fail, Leute. Der Fail vom Feinsten. Das war wie das der eine Mal, feine Fail der Woche. Nicht angezeigt wurde, das ist auch ärgerlich. Ja, vielleicht kann ich mich damit jetzt rausreden, dass etwas nicht angezeigt wurde. Ich dachte, dass du das bist. Nein, nein. Was ist das denn? Das ist ja gar nicht aus dem Mischmasch. Nee. Das gib ich einen Stern. Wäre ich mal lieber bei meinem alten Outfit geblieben. Bist du noch da, Kahn, oder ja, bist du ich jetzt? Bin da, ich bin da. Abgehauen. Ich bin doch noch da. Elf gar nichts zu tun. Ne, ihr kriegt auch nur einen Stern, bin ich auch nicht drin. Das gibt's doch nicht, ey. Mann! Jetzt komme ich! Okay. Bin ein Eiself. Ein Schneeelf. Ja, komm. Ja. Ich stell mir halt unter Elf aber ein bisschen was anderes vor, aber. Das ist halt meine. Das ist meine Assoziation. Nein, Elf und Fee ist sehr, sehr verwandt. Zumindest zwei Sterne. Ja, ich gebe 3. Na, ich habe dir 3 gegeben, deswegen muss ich hier 2 geben. Wie, was? Du hast mir nur 3 gegeben? Ja, natürlich. Was ist das denn? Ich erinnere nur daran, wie viele Punkte mir du immer gibst, aber ich fand halt dein Dings nicht. Ich sage ja, das ist eher eine Fee für mich immer, wenn ich das hier sehe. Das gefällt mir auch nicht. Ja, gut, dass ich 0 Sterne bekommen werde, steht auch völlig. Das steht gar nicht zur Debatte, das ist völlig klar für mich. Jetzt guck mal. Jetzt kommst du! Hast du Unterwäsche an? Ich bin der nackte Elf. Das bist du? Ja! Naja. Aber das verstehe ich nicht. Das sieht doch genauso aus. Also ich meine, wo ist das denn Elf? Na, ist es ja auch nicht. War doch noch gar nicht fertig. Ja, aber ich meine, also vom Auftreten. Nein, ich habe irgendwas hab gesehen. Ich habe 10 Sekunden. Ich hatte weiße Haare. Ich bin irgendwo reingegangen. Guck mal, ich guck sogar Dritter! Ich bin Erste. Ey, ich wusste es doch. Guck mal, mit so einem Outfit bin ich auf dem dritten Platz. Das gibt's doch nicht. Hä? Ich finde dein Make-up und das war alles total guck mal, ich habe nur einen Stern weniger als ihr. Voll übertrieben. Hä? Vielleicht dachten die wirklich, das ist ein Elf im Schlafanzug oder so. Sollst du dir nur Unterwäsche an oder was das weiß war? Nicht. Auf jeden Fall, ja. Nein, ich habe ja am Ende, ich hatte nur noch 10 Sekunden Zeit, da habe ich irgendwelche Haare genommen. Und ich habe mir irgendwie die Haare gefärbt. Ich bin gerade Pro-Model geworden. Ja, endlich. Endlich hast du das auch mal erreicht. Ey, ich freue mich. So, wir sehen uns in der nächsten Runde gleich. Yes! Me when I'm old ist das neue Thema. Also ich, wenn ich alt bin. Oh, okay. Das hatten wir auf jeden Fall noch nie. Wir noch also nicht. Wir müssen uns jetzt alt schminken oder verkleiden. Gehe ich als. Ich glaube, ich gehe als Dame wieder. Ich habe das Gefühl, ich muss hier immer als Dame gehen, weil sonst hat man keine Chance. Me when I'm old. Das heißt, ich darf eigentlich nicht so ein. Ich darf nicht so peppig aussehen, es muss oldschool aussehen. Eigentlich schon, aber. So viel oldschool gibt's hier gar nicht. Ich würde sagen, also irgendwie, weil das hier vielleicht so. Ja, ich finde. Ah, doch, ich weiß schon. Jeder sieht jetzt wahrscheinlich komplett anders, wenn er alt ist.
Ich bin schon ganz zufrieden eigentlich mit meinem Outfit. Jetzt brauche ich nur was, was nach alt aussieht. Das sieht nach alt aus. Oh ne, das sieht aus wie nach Vampir. Me when I'm old. Voll, eigentlich ein ganz cooles Thema, aber irgendwie auch ein voll schwieriges Thema. Sieht ganz cool aus eigentlich. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Passt irgendwie nicht, aber die ist voll cool, die Mütze. Nee. Ich hab das beste Gesicht. Oh nee, jetzt muss ich wieder nach hinten. Das passt irgendwie nicht. Also viele Sachen passen überhaupt nicht zu der Frisur. Sieht eigentlich aus wie Karl Lagerfeld. Ich glaube, ich lasse das mit der Brille. Ich finde das manchmal doof, wenn man die Augen nicht sieht. Aber eigentlich bin ich ganz zufrieden. Ich will mal gucken, ob mein Konzept rüberkommt. Ja doch, sollte eigentlich schon. Ich habe graue Haare und so. Ja komm, das muss ich hier aber gewinnen. Also, ne? Ja, mal sehen. Ja, es kann, ich glaub, es die kann, Konkurrenz es kann, schläft nicht. Es kann natürlich auch einer so verstehen, dass er sagt, ja, ich bin jung geblieben, ich ziehe mich so an, wie ich jetzt aussehe. Ja, da habe ich auch den einen oder die andere gesehen. Die macht aber meiner Meinung nach keinen Sinn. Nee, man verändert sich ja wahrscheinlich ein bisschen im Styling. Das soll ja auch so ein bisschen übertrieben sein, ne? Me when I'm old. Ne? Also es sollte schon wirklich so ein etwas, ein Outfit sein, was für eine ältere Zielgruppe gedacht ist. Ja, habe ich auch so gesehen. So, wer kommt denn da? Ja, ich verstehe jetzt, was du mit der Brille meinst. Ja, das passt nicht, weil ich habe, glaube ich, die gleiche Frisur und das passt einfach nicht. Ja. Deswegen gebe ich 2 Sterne. Ich auch. Die Hose war auch nicht so, das ist zu fesch. Aber es gibt nur so zerrissene Hosen. Ja, das ist halt normal. So, jetzt komme ich. Eine alte Lady. Was bist du denn für ein heißer Feger? High Society Lady. Oh, mit Handtasche sogar? Ja, kannst du mal sehen, von Chanel. Ja, ich finde, das ist zu gewagt für eine ältere Lady. Ja, tut mir leid. Das bin ich. Ja, meinst du älter? Also das finde ich fast gar nicht. Na, ist klar, so ein bisschen Schickerie und dann trifft man sich nachmittags auf eine Tasse Tee und ein Stückchen Kuchen und dann geht man ins Theater. Ja, ich finde, so könnte auch eine 20-Jährige in den 50ern ausgesehen haben oder so. Oder in den, weiß ich. Ja gut, aber die 20-Jährigen, die in den 50ern waren, haben vielleicht ihren Styling noch beibehalten. Nein. Die Styling. Guck mal, das zum Beispiel. Das sind 0 Sterne für mich. Voll auch mit Muskeln und so. Also klar gibt es den Fall auch, aber ich glaube nicht mit dem Outfit und den Haaren. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich auch nicht. Stell dir vor, ein Opa im Seniorenheim, der so aussieht. Ja, nee, das ist viel zu jung. Hä, das verstehe ich auch nicht. Es gibt 1 Stern. Ich glaube, sie hat einfach nur die grauen Haare genommen und das war's. Und man muss ja auch ehrlich sein, me when I'm old und nicht irgendwie, da steht ja nicht nur old, sondern me when I'm old. Ja, wenn ich alt bin, will ich eine feine Dame mit Wasserwellen in den Haaren, die sich schick anzieht. Ich bin High Society. Ich bin High Society. Mal gucken. Yay! Oh, ich schon wieder auf dem ersten Kahn, statt auf dem dritten, auf dem zweiten. Warum habe ich dir 3 Sterne gegeben? Hätte ich dir mal immer nur 2 Sterne gegeben. Ich glaube, ich habe dir auch 3 gegeben. Okay, das ist ja echt schlecht. Du hast insgesamt nur 7 und ich habe nur 6. Das heißt, wir wurden... Keiner hat das Thema irgendwie getroffen, ne? Anscheinend. Doch schon, aber ich glaube, jeder hat sich hier wirklich schlecht bewertet. Ja, vielleicht dachte man wirklich, es kommt noch was Besseres, aber es kam dann gar nichts Besseres mehr. Nee. So, wir sehen uns in der nächsten Runde gleich wieder. Dann schauen wir uns mal in der letzten Runde von Roblox Next Top, was da auf uns zukommt. Mom made me wear it. Also die Mutter hat die Klamotten ausgesucht. Das ist das heutige Thema. Irgendwie voll die coolen Themen, ne? Das sind sehr coole Themen. Ja, bis auf das erste, das hatten wir schon, aber die anderen beiden waren richtig gut eigentlich. Ja, das könnte natürlich so ein Schuloutfit jetzt irgendwie sein, ne? Ja, oder sowas ganz peinliches, so Mickey Mouse Pullover. Ja. Oder was heißt peinlich, aber das, was man nicht anziehen will. Ja, ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Ich lasse mich da jetzt mal inspirieren. Oh, oh ne, jemand hat den Pulli auch schon. Ja gut, okay, dann nehme ich einen anderen Pulli natürlich. Bin gespannt.
wie die Leute glauben, wie ihre Mutter. Ich wüsste, wie meine Mutter mich angezogen hätte. Glaube ich. Hey, das hätte doch schon von Anfang an kommen müssen. Dann brauchen wir eigentlich auch so eine Zopffrisur irgendwie. Ich habe auch einen Zopf geflochten. Original. Das hier oder vielleicht doch eher was anderes? Ja, das hier. Oh, kann ich mir keinen. Ich möchte einen Rock. Wo kann ich mir denn einen Rock holen? Da, wo die Ballröcke sind, da ist einer auch ein bisschen. Also gibt es unterschiedliche Modelle. Bei den ganz normalen Klamotten. Da gegenüber von den Meerjungfrauenflossen, glaube ich, ist das. Ja, bei mir war die Hose schon dran. Also das war so eine Art Jumpsuit quasi. So, 61 Sekunden haben wir noch, also ungefähr eine Minute. Guck mal, ob ich hier noch einen Feinschliff machen kann. Noch 24 Sekunden. Kahn, entscheide dich lieber schnell, sonst mache ich die Zeit am Ende nicht mehr. Ich bin zwar nicht zufrieden, aber... Ja, dann bin ich mal gespannt, ob ich jetzt hier mal ein paar Punkte mehr bekomme. Ich bin auch gespannt. Was ist das denn? Hatten wir das schon mal als Laufsteg, so ein Prinzessinnenschloss? Ja, London, ja klar. Echt, das kommt mir gar nicht bekannt vor. Welcome everyone to the Fashion Famous Show mit der allseits beliebten Jury. Ja. Es ist immer die gleiche. Immer nichts Besseres zu tun, aber wir können schon ganz schnell reisen. Okay, ja, also Fulltime-Job ist hier. Die der Erste. Ja. Ja, kommt 2 Sterne. Ich habe 3 gegeben. Ich finde so 2. Dafür war es ein bisschen doch zu hübsch. Ja, gut, aber. Zu passend. Mamas ziehen ja Mädchen auch gerne so kleinen Mädchenprinzessinnenhaft an, obwohl man das vielleicht gar nicht will. Gar nicht. Das würde Mama mir niemals rausgeben. Nee. 0 Sterne. Das ist eher so, als wenn die sich selber angezogen hätte. Ich habe 1 gegeben. So, jetzt kommst du dran. Ja. Obwohl. Ja, das Oberteil passt nicht so gut zu der Hose, aber egal. Ja, das war halt. Ich wollte eigentlich einen Rock haben, aber den habe ich nicht mehr gefunden. Sie haben nur noch diese Hose, also diese schlechte Hose gefunden. Ne? Ich habe dir 3 Sterne gegeben. Ja, falls du mich fragst. Was ist mit dem hier los? 0 Sterne. Als ob Mama mir das erlauben würde. Eine Irokese zu tragen, eine rot gefärbte. Ich habe auch 0 Sterne gegeben. Never. Eigentlich gebe ich ja nicht nur. Jetzt komme ich. Jetzt kommt Nina. Und ich bin gar nicht begeistert, dass Mama mich angezogen hat. Ja, 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 komm, auch 3 Sterne. Kommt Jumanji. Jumanji. Die heult auch. Ja, okay, komm, die kriegt auch 3 Sterne. Ich finde eigentlich auch. Ich wette, das ist ganz knapp, weil ich habe niemandem mehr als 3 Sterne gegeben, glaube ich. Oder? Ich habe bisher auch. Okay, der kriegt auch wieder 0. Bruh, das würde ich auch sagen, wenn ich das sehen würde. Bruh. Diese Schriftzeichen auf der Hose. Na gut, wenn er keine anderen Sachen im Schrank hat, dann sind das vielleicht die Sachen, die Mama rausgegeben hat. Okay, wir kommen zur Siegerehrung. Ja! Was? Ja, natürlich. Ja, ich bin zumindest auf dem 3. Platz gelandet. Yay! Warum ist der denn auf dem 1.? Nina ist doch nicht mal auf dem Treppchen. Nee, das verstehe ich gar nicht. Warum ist der denn auf dem 1.? Der hat einfach 15. Nina, ich bin als Vorletzte. Nina ist einfach Vorletzte. Ja. Raff mich nicht. Ja, okay, du hast ja dafür einmal den 1. Platz gemacht, ne? Schäbig. Das ist einfach nur schäbig. Naja, Leute, mit richtigen Dingen jetzt. Das war's hier bei Roblox Next Topmodel.
Und ich finde, heute hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war mal tolle Themen. Ja, war cool. Ich habe zweimal gewonnen. Zweimal? Zweimal bin ich Erste geworden. Sicher? Ja. Zweimal drin, ne? Ich glaube, ich bin zweimal Erste geworden. Okay, dann so. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Was ist das denn mit den... Was habt ihr mit den Katzen gemacht? Ey! Hey Leute, was geht? Keine Mensch mehr zu Games und Leute, willkommen zu einer neuen Folge Fashion Famous oder auch Wer wird Roblox Next Topmodel? Und wir sind heute mal wieder alleine unterwegs. Ja, ich bin das Pro-Model, Karl ist heute mal wieder alleine. Und wir starten direkt mit der Rubrik. Was habe ich da gesehen? The Little Mermaid, glaube ich. Also die kleine Meerjungfrau. Ja, The Little Mermaid ist eigentlich ziemlich easy, muss ich sagen, weil es gibt hier auch so Meerjungfrauenflossen. Deswegen finde ich, ist das relativ einfach. So, da nehmen wir doch sowas in Türkis. Mhm. Also ich muss als Lady auf jeden Fall durchgehen. Das geht ja nicht anders. So, ja. Tut mir leid. Was muss, das muss. Also wer wird die nächste... Wer wird das nächste Meerjungfrauen-Topmodel anscheinend? Dann nehmen wir doch hier sowas. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt sowas an. Das wäre mal klasse, sage ich euch. Na egal. Also wir machen uns jetzt erstmal noch ein schönes Gesicht. Das muss aber eigentlich eher süß aussehen. Little Mermaid. Machen wir mal sowas hier. Ja, guck doch mal. Wie süß. Okay, soll ich diese Haare vielleicht machen? Oh ja, ich glaube schon. Dann kriege ich noch eine schöne Frisur. Schöne, nein, dieser, nicht diese Haarfarbe, sondern ich nehme so eine. So sieht das denn hier aus? Nee, das passt irgendwie nicht. Wie sieht das aus? Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Okay. So. Jetzt haben wir ja noch genügend Zeit, um ein bisschen die Gegend abzuchecken, was man sich sonst noch so gönnen kann als Meerjungfrau. Ist hier vielleicht? Ja, das ist gar nicht so schlecht. Das gefällt mir eigentlich. Vielleicht finden wir ja noch anderen Kopfschmuck, der ganz gut zu einer Meerjungfrau passt. Okay, was ist mit dem schiefgelaufen? Na, egal. Wir gehen jetzt mal in die VIP-Zone. Ja, wie sieht denn... Ne, ich glaube... Ich weiß nicht. Das würde nicht so schön aussehen. Das passt irgendwie eher, finde ich, zu einer Meerjungfrau. Aber wie sieht es denn hier aus? Wobei, könnte auch schon vielleicht ein bisschen... zu groß sein, deswegen kommt das vielleicht doch noch mal weg. Ja, wir nehmen mal das. Das passt irgendwie ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. So, sonst passt es eigentlich. Kann ich hier noch mal die Outfits checken? Ja, wobei ich habe jetzt die Meerjungfrauenflosse und ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Wobei, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Vielleicht bei einer nächsten Wasserrunde. Heute ist irgendwie das Wassershooting angesagt, habe ich das Gefühl. Ja, egal. Wir warten jetzt noch kurz ab und dann geht es auf den Catwalk. Okay, wir sind im Miami Inn, in Miami natürlich. Bei der Fashion Famous, sorry, Fashion Famous Show. Sollten die mal eigentlich so einblenden als Jingle. Fashion Famous! Vielleicht aber auch nicht. Okay, so, wer ist als Erstes dran? Oh ja, 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 das ist schon gar nicht so schlecht. Gibt drei, wobei ich finde, die Haare sind ein bisschen zu lang. Ja, tut mir leid. Deswegen nur 3 Sterne. Und ich weiß ganz genau, viele werden mir nicht die 5 Sterne geben, obwohl ich es verdient habe. Okay, so, ich bin der Nächste oder die Nächste in diesem Fall. Na, guckt euch das mal an. Eine kleine Meerjungfrau. Fast schon wie Ariel, würde ich sagen. Zuckersüß. Mhm. Okay, das passt absolut gar nicht. Tut mir leid. Ist eher Schmetterling. Butterfly. Wenn es was mit Butterfly gewesen wäre, hätte ich gesagt, jo, hier, komm. Applaus. Ne? Oder Festival oder so, finde ich. Das ist eher ein Festival-Look, der da entstanden ist bei ihr. Auch nicht. Tut mir leid. Nein, was ist denn mit euch schiefgelaufen? Gar nicht. Absolut nicht. Da gefällt mir das Outfit aber auch nicht. Kannst tanzen, wie du willst. Nee. Tut mir leid. Wir sind hier dabei,
Roblox Next Topmodel zu finden. Ne? Ja, hier zum Beispiel. Ja, das gefällt mir schon besser. Weil die Frisur ist ein bisschen zu too much. Also so hinten ist mir das ein bisschen zu hoch. So too 90er Look, weißt du? Dass ich hier überhaupt... Ist doch egal! Okay, alles klar. Läuft bei dir. Ich glaube, das hat einer nicht so ernst genommen. Oder eine. Bestimmt gewinnt jetzt diese Person. Mal gucken, wer wirklich das nächste Meerjungfrauenmodel, Topmodel ist. Nee, tut mir leid. Passt absolut gar nicht. Wird zwar vielleicht hier ein bisschen angeben und so. Was ist das denn mit den... Was habt ihr mit den Katzen gemacht? Ey! Na, das finde ich nicht gut. Auch wenn es so ein Spiel ist. So, mal gucken jetzt, wer gewonnen hat. Wer ist die schönste Meerjungfrau hier im Land? Ich wusste es doch! Guck mal, der Typ ist auf Platz 2 gelandet. Und die auf 3? Ja, okay, die auf 1. Und wo bin ich? Ich bin Vorletzter. Guck, das meine ich. Das ist nie fair. Wie hat der denn 11 Punkte bekommen und ich nur 9? Dabei bin ich ein Pro-Model. Egal. Wir versuchen es mal mit der nächsten Runde. Das nächste Thema ist Tropics, also Tropen. Ja, da bin ich mal gespannt. So, ich weiß gar nicht, was kann man sich denn da anziehen? Ja, schwierig was zu finden, ne? Vielleicht so ein Hype-Shirt? So ein Farbmuster? Oder sowas hier? Müssen wir mal gucken. Also das... sind diese Frisur aus? Oh, die Frisur gefällt mir richtig gut. Sehe ich die zum ersten Mal? Ich finde die ist gut. So, dann haben wir jetzt eine coole Haarfarbe vielleicht noch. Aber da erkennt man das jetzt nicht so, ne? Stimmt. Wir sehen uns doch hier vielleicht. Ja, gefällt mir gut. Gefällt mir sogar sehr, sehr gut. Dann gibt es hier noch einen coolen. Weil da gibt es. Ich brauche jetzt noch eine Hose. Hose! Hose! Ich brauche eine Hose. Ja, vielleicht gucke ich mir doch ein anderes. Hast du gesagt, ja? Und ja, vielleicht eher sowas. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Dann so eine Hose. Ja, oder die eher. Aber Tropen ist das irgendwie auch nicht, aber ich finde das so ein komisches Thema. Aber vielleicht holen wir uns ein anderes. Ja, nee, das gefällt mir nicht. Auch nicht. SpongeBob? Nee. Nein. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Weil der eigentlich auch. Ja, aber dann wollen die mich, die nehme ich bestimmt nicht ernst. Nee, ich brauche ein anderes Gesicht. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel Zeit, merke ich gerade. Also ich wollte mit Tropen hier, ne, hier dieses Blumenmuster, Jeans. Weißt du was? Ich mach's auch jetzt wie die anderen. Es sieht ja irgendwie ganz komisch aus und ich wette, dafür bekomme ich jetzt wieder gute Punkte, hoffentlich. Ja, weißt du was? Ich laufe jetzt mal so rum. Vielleicht klappt das ja so, als Schmetterling hier. Als cooler Schmetterling laufe ich rum in den Tropen. Das müsste doch eigentlich klappen. Ich wette, weil das Outfit jetzt gar nicht passt, hoffe ich mal zumindest, dass ich hier das nächste Topmodel in den Tropen werde. Mal gucken. Okay, ja, das kennen wir. Ich glaube, in London, das ist so das klassische Fashion-Famous-Ding. Fashion-Famous! In London, in England. Welcome everyone to the Fashion Famous Show. Yeah. Ja, da ist wieder unsere Jury. In der Mitte, ich glaube, das sollen wir dann tatsächlich sein. First up ist... ja, nicht schlecht. Ja, kommt 2. Weil ich ganz genau weiß, die anderen werden gleich auch unfair sein zu mir. Hier gibt es nur 2. Ist mir egal. Wenn die das so wollen, mein Fashion Famous, dann mache ich das halt so. Dann bin ich jetzt auch knallhart. So, da bin ich. Ja. Ich hoffe, jetzt klappt es. Bestimmt nicht. So. Ja, nee, tut mir leid. Nee. Nee.
Nein, nicht mit Kopfhörern oder was das auch ist. Nein, mit Kopfhörern geht man. Nein. Okay, komm, zwei. Weil mir das Outfit eigentlich gefällt, aber es passt nicht zum Thema. Gar nicht. Oder Tropics kann man auch vielleicht so als tropischen Urlaubsort verstehen. Okay, hier ist wieder einer. Ich wette, die gewinnt. Nein. Das passt mir gar nicht. Da bin ich ganz kritisch und auch ehrlich. Knallhart. Das passt nicht. Ich wette, der gewinnt schon wieder. Es gibt nur ein... Wie sieht der denn aus? Was soll das mit den Tierchen? Soll es ein Haustier sein oder... Geht nicht. Finde ich nicht gut. Guck, der hat auch dieses Hype-Shirt an. Ja, aber ich finde allgemein das Outfit... Nee, ich finde das nicht schön. Es ist mir zu bunt. Und die Haare und das Gesicht, nee. Ein bisschen zu blass auch. Nee. Gefällt mir nicht. Okay, mal gucken, wie es jetzt aussieht. Bin ich vielleicht... Mann! Guck mal, warum ist dieser Typ auf Platz 2? Das verstehe ich nicht. Ja, okay, auf Platz 1 finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich bin Letzter. Nur weil ich diese Flügel hatte. Ich dachte, das läuft. Ja, okay, kommen wir jetzt vielleicht mal. Vielleicht klappt es ja jetzt endlich mal in der letzten Rubrik bei Fashion Famous. Ihr merkt, ich bin genervt. Denn ich bin kein einziges Mal Platz 3, Platz 2 oder Platz 1 gewesen. Deswegen wird es jetzt Zeit, in der nächsten Runde Platz 1 zu holen. Mal gucken, welches Thema. Schauen wir uns jetzt an. Das nächste Thema steht fest. Es ist Williams oder William. Na, also Bösewicht. Ein Bösewicht. Da passt eigentlich diese Hose. Und hier war doch auch... Wobei eigentlich so... Ja! Wobei, wenn ich das und das anziehe... Nee, ich werd Mr. Melone. Wobei, wenn ich das... Wobei, ich habe eine Melone-Hose und... Ja! Ich werd Mr. Melone. Oder Dr. Melone. Wobei, da muss ich eigentlich sowas hier anziehen, ne? Ja. Monster-Melone. Finde ich gut. Finde ich sogar sehr gut. Okay, wer kriegt, vielleicht so normale Haare, aber natürlich in grün. Gibt es denn irgendwas Grünes hier? Nee, dann müssen wir, glaube ich, hier... Nein, aber das ist... muss wirklich grün sein. Ja. Man braucht ein schönes Bösewicht-Gesicht. Auch kriegt, das Gesicht, glaube ich, vom Vegeta ist das da hinten, ne? Ich wette, so gewinne ich. Bösewicht-Topmodel hier. Nehmen den hier. Oder? Oh, der passt noch besser. Oh ja, der sieht ziemlich böse aus. Dann kriegt er noch sowas hier. Oh ja. Oh ja. Das ist der perfekte Bösewicht eigentlich, Leute. Wenn ich dann dem noch hier sowas gebe. Ja, das ist mir zu übertrieben. Nee, auch ein Bösewicht. Muss sich der Mode anpassen. Mit Dr. Melone. Er hasst alle anderen Früchte. Dr. Melone. Oder vielleicht ist er wie bei Dr. Frankenstein. Vielleicht hat er die Melone erschaffen. Eine böse Melone. Die nicht süß schmeckt, sondern salzig. Ja! Der Typ macht salzige Melonen. Stellt euch das mal vor, wenn eine Melone auf einmal salzig wird. Ja! Gute Idee. Dr. Melone. Nenn mich salzig. Ja, das passt. Mal gucken, wie viele Punkte ich hierfür bekomme. So, warten wir mal ab. Und wir gehen direkt mal zum Catwalk. Okay, wir sind im Winterwunderland diesmal. Und vielleicht werde ich der beste Bösewicht. Ein Bösewicht-Topmodel. Ja, ist doch eine Marktlücke, oder nicht? Ein Modelmarkt für die Bösewichte. Ja, das wär's doch mal. Die wollen doch auch mal wissen, wie man sich anzieht. Okay, der erste bin ich sogar. Ja, da ist der Dr. Model. Dich habe ich gleich. Okay, keine Ahnung, ob es angekommen ist, dass es Dr. Melone werden sollte. Könnte auch Mr. Green sein. Okay.
Ja, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Gibt von mir 3 Sterne. Aber ist die Frage, wenn die anderen jetzt böse sind, eigentlich müssen wir böse sein und nur 1 Stern immer geben, auch wenn es uns gefällt, weil wir sind ja ein Bösewicht. Aber wir wollen ja nicht so sein. Ja, wobei, die könnte natürlich auch böse sein, sieht aber eher ein bisschen so... Die sieht eher gut, also ist eher so, ne, eine Heldin für mich. So wie sie aussieht. Beautiful Butterfly oder so. Oder Butterfly Woman. Ja, das könnte auch... Nee, aber das passt auch nicht. Das ist für mich auch kein Bösewicht. Könnte sein, aber warum sollte ein Bösewicht mit Kopfhörern rumlaufen? Der muss doch immer hören, was die anderen sagen. Damit er böse Pläne schmieden kann. Verstehst du? Absolut nicht böse. Ja, wobei natürlich, es gibt, das, man, vielleicht will sie auch genau das Gegenteil damit bewirken. Ne? Denkst, ja, guck mal, voll die Freundliche, ist aber so richtig böse. Aber kommt bei diesem Outfit leider nicht so rüber. Tut mir leid. Kann ich nicht ändern. Was haben wir denn noch? Oh ja, die ist schon eher, aber wobei, es könnte auch einfach eine schlecht gelaunte Teenagerin sein. Ohne jetzt jemanden anzugreifen. Ich glaube, Alpha hatte eben gewonnen. Ja, schon eher. Komm, es gibt 3 Sterne. Nicht schlecht. Aber 4, 5, dafür hat es noch nicht gereicht, um ehrlich zu sein. Da erwarte ich schon sowas wie bei mir. Ne? Ja, nein. Ne. Auf gar keinen Fall. Sorry, tut mir leid. Das gibt noch 1 Stern. So, ich glaube, das war's. Kommen wir jetzt zur Juryentscheidung. Wer denn jetzt das Topmodel wird oder den Vertrag als Bösewicht bekommt? Topmodel-Bösewicht. Mauern! Das kann nicht sein! Kein einziges Mal sind wir auf dem... Kriegt zu viel! Auf welchem Platz bin ich denn jetzt gelandet? 6er mit 7... Das meine ich halt! Jeder hat mir nur 1 Stern gegeben. Deswegen darf ich den anderen gar nicht so viel geben. Ja, merke ich bei Fashion Famous. Naja, Leute, heute hat es auf jeden Fall zum Topmodel nicht gereicht. Ich wollte eigentlich Meerjungfrau Topmodel werden. Hat zwar nicht geklappt. Vielleicht beim nächsten Mal. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach unten. Überhaupt kein Problem. Lasst gerne ein Abo da. Kostenlos. Und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.